Punkt 2. Das ist eine vereinbarte Debatte. 30 Jahre deutsche Einheit. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 120 Minuten beschlossen. Und eröffne die Aussprache und erteile das Wort der Kollegin Yvonne Marquas, CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich wurde 1979 im Vogtland geboren. Als 10-jähriges Kind erlebte ich die friedliche Revolution und die deutsche Einheit. Plauen, die größte Stadt meiner Heimat, war einer der wichtigsten historischen Schauplätze von 1989. Mutige Menschen sind damals früh im Oktober für Presse- und Meinungsfreiheit, für freie demokratische Wahlen und für Reisefreiheit auf die Straße gegangen. Einer davon war Sigmar Wolf. Am 7. Oktober hielt er auf der ersten Großdemonstration ein Plakat mit seinen Forderungen von Freiheit der Staatsmacht entgegen. Menschen wie er waren es, die mit ihrer Entschlossenheit und ihrem Mut den Wandel herbeiführten. Diese Menschen, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben uns Spätgeborenen ein besseres Leben ermöglicht. Und dafür bin ich persönlich unendlich dankbar. Dieses große Glück dieser gelungenen Revolution und der Wiedervereinigung unseres Vaterlandes hat mich nachhaltig geprägt. Vielleicht waren wir die letzte Generation, die das von sich sagen kann. So viele große neue Chancen, Freiheit, Luft zum Atmen. Ich konnte im wiedervereinten Deutschland die prägenden Jahre meiner Schulbildung ideologiefrei erhalten und ich konnte studieren, was ich wollte. Hier als Bundestagsabgeordnete im Herzen der Demokratie arbeiten zu dürfen, frei gewählt zu sein, das erfüllt mich regelmäßig mit Freude und Stolz. In den 1990er und 2000er Jahren konnte ich aber auch sehen, wie herausfordernd die Transformation einer abgewirtschafteten Planwirtschaft in die Marktwirtschaft war. Insbesondere für die erwerbsaktiven Generationen. Viele Träume platzten. Vieles dauerte viel länger als erhofft. Viele Menschen in der Generation meiner Eltern können schwerlich sagen, dass ihre individuelle Bilanz positiv ist. Nicht, weil sie die DDR so gut fänden, sondern weil ihr Weg in der Transformation von struktureller Arbeitslosigkeit, Niedriglohn und Existenzangst geprägt wurde. Es gehörte auch damals sehr viel Mut dazu, diese schwierige Transformation durchzustehen, sein Berufsleben oft neu zu erfinden. Das ist mehr oder weniger in allen ehemaligen Ostblockländern zu sehen. Der Westen, das Neue, ist nicht Verursacher dessen. Es sind Nachwirkungen, Nachwehen der kommunistischen Jahrzehnte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 30 Jahre nach der deutschen Einheit möchte ich den Blick in die Zukunft lenken. Wie steht es um die Identität der jungen Menschen heute? Mehr und mehr höre ich von jungen Menschen, dass sie Debatten zu Ost- und Westunterschieden überdrüssig sind. Ein Interview des Instituts der deutschen Wirtschaft mit dem Start-up-Unternehmer Robert Hellmund aus Jena wurde überschrieben mit Ost, West, das sind doch bloß Himmelsrichtungen. Ich denke, in diesen 6 Worten steckt viel drin. Ich bin ganz bei Robert Hellmund, wenn er sagt, dass im Alltag das Ost-West-Thema in seiner 89er-Generation keine Rolle spielt. Thüringen ist seine Heimat und er begreife sich selbst viel eher als Deutscher und Europäer. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht nicht um das Ziehen von Schlussstrichen bei dieser Debatte. Es geht auch nicht ums Vergessen. Das dürfen wir keinesfalls.
Doch müssen wir heute, 30 Jahre nach der deutschen Einheit, auch verstärkt den Blick nach vorn richten. Der jungen Generation steht von Anfang an die ganze Welt offen. Wir leben in Frieden und Freiheit, im Herzen eines vereinten Europas, in einer gut funktionierenden Demokratie. Liebe Freunde, das ist ein Geschenk. Es ist aber auch Verpflichtung zugleich. Verpflichtung, sich zu engagieren, sich einzubringen, unser Land auch weiter voranzubringen. Und ich erlebe immer wieder junge Leute in Plauen, im Vogtland, in Sachsen, in ganz Deutschland, die genau das tun, die kluge Ideen haben, die positiv nach vorn blicken und die unser Land gemeinsam gestalten wollen. Und was müssen wir als Politik tun? Wir als Politik müssen dafür arbeiten, dass das die junge Generation weiter kann. Gute Rahmenbedingungen schaffen, unsere Umwelt schützen, Forschung ermöglichen, neue Technologien und Arbeitsplätze der Zukunft befördern, starke Regionen entwickeln, denn starke Regionen sind die Basis für die Identitätsbildung. Und, liebe Freunde, es gibt so, so viele spannende Themen, so viel Potenzial, um für weitere Verbesserungen in unserem Land zu arbeiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, den Mut, den die Menschen 1989 und 1990 hatten, braucht es auch heute wieder. Wir müssen mit dem Wissen aus der Geschichte für Veränderungen aufgeschlossen sein und für eine gute gesamtdeutsche Zukunft arbeiten. Fest verwurzelt in der Demokratie, die soziale Marktwirtschaft weiter vertiefen, die Europäische Union auch weiterentwickeln, das sind unsere großen Aufgaben. Aber die Basis, auf der wir weiter bauen können, diese trägt inzwischen in ganz Deutschland. 30 Jahre Anstrengung, 30 Jahre vereinte Anstrengungen haben sich gelohnt. Wir haben allen Grund, in großer Dankbarkeit optimistisch in eine gemeinsame, gute Zukunft zu blicken. Vielen Dank. Tino Chrupalla, AfD, ist der nächste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Landsleute! Wie die meisten hier wissen, wurde ich in der DDR geboren. Als ein Kind der Lausitz kenne und schätze ich meine Heimat. Die ersten Jahre meines Lebens habe ich in einem Land verbracht, in dem sich das politische System über die Wünsche seiner Menschen stellte. Sie wurden überwacht und bevormundet, um die sozialistische Ideologie weiter aufrechterhalten zu können. Längst wussten wir, weil man aufpassen musste oder eben offen sprechen konnte. Zum Ende der DDR war ich 15 Jahre alt. Praktisch über Nacht durfte ich die Freiheit kennenlernen, nach der sich die Menschen gesehnt hatten. Die Freiheit, meine Meinung aussprechen und mitgestalten zu dürfen. Meine Damen und Herren, heute kann ich sagen, ich bin ein Kind der deutschen Einheit, geboren in der Lausitz. Was nun war die DDR? Viele Menschen der alten Bundesrepublik verbinden mit ihr ein unterdrücktes, eingemauertes Volk. Die DDR war aber mehr. Sie war auch Zusammenhalt und Gemeinschaft in Stadt und Land, im Privaten wie im Betrieb. Es gab keinen Luxus, dafür aber viel Hilfsbereitschaft. Und ich weiß, für viele Westdeutsche mag das paradox klingen. Und ich verstehe sie sogar. Wir wurden in den Jahren der Teilung unterschiedlich geprägt. Jedoch bin ich mir sicher, dass auch Sie den Wert einer Gemeinschaft kennen, in der man sich zu Hause fühlt. Vor allem im Privaten, meine Damen und Herren, im Privaten überlebte die Mitmenschlichkeit, in der Familie, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz. Sie war innig und ehrlich. Gerade diese Mitmenschlichkeit, die vermissen heute viele. Materiell geht es fast allen besser, aber längst nicht alle fühlen sich wirklich besser. Tatsächlich fühlen sich viele Menschen heute immer mehr alleingelassen mit ihren Sorgen und Nöten. Einsamkeit ist ein Thema geworden. Die gab es früher bei uns so nicht. Und wir sollten uns fragen, warum das nach 30 Jahren Einheit so ist. Viele Menschen fühlen sich abgehängt, und das nicht ohne Grund.
Die Wirtschaftskraft des Ostens verharrt auf einem Niveau von knapp 73% des gesamtdeutschen Durchschnitts. Auch heute noch, nach 30 Jahren, ist das Durchschnittseinkommen im Osten Deutschlands um rund 20% geringer als im Westen. Seit wir im Bundestag sitzen, weisen wir immer wieder auf die drohende Armut, vor allem ostdeutscher Rentner, hin. Und wir sagen Ihnen auch, wie wir solche Renten künftig verhindern können. Wir brauchen eine Sonderwirtschaftszone Ost, um die Lebensverhältnisse in beiden Teilen Deutschlands nach 30 Jahren endlich anzugleichen, wie es das Grundgesetz garantiert. Aber was tun Sie, werte Damen und Herren, auf der Regierungsbank? Warum nutzen Sie unsere Stärken und Fähigkeiten nicht besser? Erinnern Sie sich an die Worte der Deutschen im November 1989. Wir sind ein Volk. Übrigens auch erstaunlich, dass die Bundeskanzlerin bei so einer Debatte fehlt. Warum spielen Sie mit der Angst der Menschen, wenn Sie den Rechtsextremismus uns Ostdeutschen zuschreiben? Sogar ein Bundespräsident, der es eigentlich besser wissen müsste, sprach von Dunkeldeutschland. Und ganz ungeniert hauchen Sie der alten, spalterischen DDR-Propaganda vom Antifaschismus neues Leben ein. Damals wie heute war und ist diese Propaganda ein teuflisches Instrument. Wir sollten uns daran erinnern, wie es sich anfühlt, wenn Meinungspluralismus unerwünscht ist und Denkverbote zum Maßstab politischer Urteile werden. Was ich sagen will, ist, wir sollten uns daran erinnern, wie es war, als jeder, der eine andere als die Regierungsmeinung vertrat, zum Staatsfeind erklärt wurde. Nie wieder sollte heute unser aller Credo als Demokraten sein. Meine Damen und Herren, jeder Mensch wird durch die Erfahrung geprägt, die er gemacht hat. Ich selbst verstehe deshalb die Zeit vor 30 Jahren als den Ausgangspunkt meines gemeinsamen Handelns. Die Menschen der BRD und der DDR haben für Deutschland gehandelt. Die Vereinigung der beiden deutschen Staaten hat unsere Landsleute aus allen Himmelsrichtungen zusammengebracht. Es war ein patriotischer Akt. Und genau daraus schöpft auch meine Partei die Kraft für ihr Handeln. Wir sind die erste Partei im Deutschen Bundestag, die im wiedervereinten Deutschland entstanden ist. Und wir sind frei vom ideologischen Ballast der Vorwendezeit. Dadurch können wir vollkommen unbefangen auf die Ereignisse von damals zurückblicken. Und dass ich hier und heute zu Ihnen reden kann, habe ich allein dem Mut der Menschen im Osten zu verdanken. Sie haben alles für die Freiheit riskiert und für ihr Land gekämpft. Es ist mir deshalb ein Herzensanliegen, all diesen Menschen hier und heute für ihren Mut zu danken. Sie haben das große Glück der Wiedervereinigung möglich gemacht. Und darum bitte ich Sie alle, bewahren wir das Geschenk der Einigkeit mit der Kraft der Vernunft, die es allen Menschen ermöglicht, ein Leben in Freiheit, also ein politisches Leben, ohne Ausgrenzung und Stigmatisierung oder gar Verfolgung führen zu können, auch wenn wir die Meinung des anderen nicht teilen. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Herr Präsident, meine Damen und Herren, 30 Jahre deutsche Einheit, das ist eine lange Zeit. 30 Jahre deutsche Einheit, das ist etwa doppelt so lang wie die Weimarer Republik. Und in 10 Jahren werden wir 40 Jahre deutsche Einheit feiern. Das wird dann mehr Zeit sein, ungefähr so viel Zeit sein, wie die Teilung angehalten hat. Deshalb sind diese 30 Jahre ein ganz besonderer Moment in unserer Geschichte und wir feiern ihn zu Recht. Und in diesem Augenblick dürfen wir nicht vergessen und müssen wir daran erinnern, dass es die Bürgerinnen und Bürger im Osten Deutschlands waren, die die deutsche Einheit und die Freiheit erkämpft haben. Ohne ihren Mut und ihre Bereitschaft, etwas zu riskieren, ohne zu wissen, was alles noch geschehen wird, wäre die Einheit nicht gelungen. Sie ist von unten gekommen, sie ist vom Volk erkämpft worden und sie ist nicht das Produkt von irgendwelchen politischen Mächten. Es ist ein demokratischer Akt in Deutschland, einer der seltenen in unserer Geschichte. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass wir uns in dieser Situation immer erinnern, dass die deutsche Einheit nicht möglich gewesen wäre ohne die Einbindung Deutschlands in die Europäische Union. Applaus
Nach zwei Weltkriegen, nach der faschistischen Diktatur in Deutschland, hätten die Völker und Länder um uns herum es nie akzeptiert, dass wir wieder mit solcher Kraft ein Land werden, wenn sie nicht sicher gewesen wären, dass man sich auf Deutschland verlassen kann, als ein demokratisches Land eingebettet in andere demokratische Länder Europas. Die Europäische Union ist deshalb auch ein Projekt, das für uns in Deutschland von allergrößter Bedeutung ist und für das wir eine große Verantwortung haben. Und die 30 Jahre sind auch schon das Ergebnis einer sehr langen gemeinsamen Geschichte. Wir haben miteinander jetzt das zweite Mal eine große wirtschaftliche Krise, die wir durchstehen müssen. Und diese Krisen schweißen uns auch zusammen. Sie zeigen, dass wir gemeinsam einen Weg beschreiten können, wie man durch eine solche komplizierte Lage durchkommen kann, wie es uns gemeinsam gelingt, die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger, den Wohlstand unseres Landes und Arbeitsplätze zu beschützen. Das zeigt, dass wir miteinander viel schaffen können. Und auch das ist etwas, was wir im 30. Jahr der Deutschen Einheit feiern dürfen. Vielleicht noch ein Satz zu Europa. Wir haben jetzt in diesem Jahr ja auch den Brexit endgültig vor uns. Es wird noch verhandelt über die letzten Bedingungen. Aber es ist dann ein Moment, in dem die Europäische Union da sein wird, mit einem großen Land in der Mitte, mit über 80 Millionen Einwohnern, mit einer enormen wirtschaftlichen Kraft. Und dieses Land mitten in Europa, das hat auch die Verantwortung dafür, dass das gelingt. Denn genau vor dieser Situation haben sich viele lange gefürchtet. Aber wenn es uns gelingt, dass wir als Deutsche dafür sorgen, dass die Union in Europa gelingt, dann leisten wir den Beitrag, auf den viele gesetzt haben, als sie vor 30 Jahren gesagt haben, das soll klappen mit der deutschen Einheit und das unterstützt haben. In dieser Zeit ist viel geglückt. Ich finde, dass die deutsche Einheit eine Erfolgsgeschichte ist, auch in wirtschaftlicher und ökonomischer Hinsicht. Das muss man trotz der ganzen Veränderungen und Umbrüche sagen. Es ist sehr viel geglückt. Und wer von außen nach Deutschland reist und Urlaub macht in diesem Land, Menschen trifft, Freunde kennenlernt und Beziehungen schafft, der würde einen Unterschied zwischen Ost und West nicht feststellen. Der würde Unterschiede feststellen zwischen den Lebenswelten in Bayern und in Hamburg und eben auch in Dresden und in Leipzig. Aber er würde nicht sagen, dass dies ein Land ist, das geteilt ist in Ost und West. Und deshalb sollten wir dieses Urteil derjenigen, die uns besuchen, auch als eigenes akzeptieren. Wir sind ein Land, das ist geglückt. Aber gerade dann, wenn man sagt, es ist eine Erfolgsgeschichte, die uns miteinander verbindet, muss man auch sagen, es gibt noch Dinge, die wir zu tun haben. Und fast jeder in diesem Land weiß, worum es geht. Es geht um Löhne und Gehälter, die unverändert unterschiedlich sind. Es geht um die Frage, welche beruflichen Perspektiven existieren, etwa im Hinblick auf Arbeitszeiten. Auch das ist unterschiedlich. Es geht um die Frage der Renten, auch die sind noch nicht gleich. Und es ist ein großer, großer Fortschritt, dass wir es erreicht haben, hier etwas beizutragen mit der Grundrente, die jetzt in ganz Deutschland gilt, aber insbesondere im Osten Deutschlands helfen wird. Aber auch das muss, darf und soll gesagt werden aus meiner Sicht. Wir wissen, dass viele, die in Ostdeutschland aufgewachsen sind, schon zu Recht beklagen, dass wenn es um Führungsfunktionen geht, in Wissenschaft, in Unternehmen, in vielen anderen Einrichtungen, sie nicht so repräsentiert sind, wie es ihrem Anteil an der deutschen Bevölkerung entspricht. Und deshalb, glaube ich, gilt es auch, das zu sagen. Wir haben unverändert eine Aufgabe, die es möglich macht, dass viele Bürgerinnen und Bürger unseres Landes und eben in gleicher Weise auch viele aus dem Osten Deutschlands eine Perspektive haben, Führungsaufgaben in Deutschland wahrzunehmen, in der Wissenschaft, in den Unternehmen und in der Politik. Und natürlich wünschen wir uns starke mittelständische und große Unternehmen im Osten Deutschlands. Das ist unverändert eine gemeinsame Aufgabe. Auch das gilt. Die Ostdeutschen haben, nachdem sie die Einheit erkämpft hatten und die Demokratie und die Freiheit, einen riesigen ökonomischen Strukturbruch vor sich gehabt und durchlebt. Fast niemand
Fast keine Familie ist unberührt geblieben von den Veränderungen, die damals Platz gegriffen haben. Und ich habe das sehr genau miterlebt, denn in der Zeit war ich ein junger Anwalt, der im Osten Deutschlands viele Betriebsräte und Gewerkschaften vertreten hat und bei vielen Unternehmen, wo es um den Kampf um Arbeitsplätze und die Perspektiven ging, bin ich bis heute der Meinung, wäre auch eine andere Entwicklung möglich gewesen als die, die dann ganz konkret dort stattgefunden hat. Und deshalb sage ich, das ist auch eine der großen gemeinsamen Erfahrungen, die wir nicht vergessen dürfen, dass es hier einen großen Strukturbruch gegeben hat und dass die Bürgerinnen und Bürger im Osten Deutschlands ihre Zuversicht und ihr Setzen auf die Demokratie und Einheit darüber nicht in Frage gestellt haben, sondern weiter auf dieses Land setzen und seine Gemeinsamkeit. Aber diese Erfahrung des Strukturbruchs ist eine, die wir als Deutsche insgesamt behalten müssen als Wissen. Denn die Veränderungen, die damit verbunden sind, lassen sich ja überhaupt nur bewältigen, wenn man das gemeinsam tut. Und wir werden noch viele Strukturbrüche vor uns haben. Das ist einfach mit der Veränderung der Welt, mit ökonomischen, technologischen Entwicklungen, auch mit vielen Aufgaben, die wir vor uns haben, verbunden. Und dass immer alle wissen, dass die Veränderungen, die damit verbunden sind, nicht eine Sache sind, die man mit sich alleine ausmachen muss, mit seiner Region, mit seinen Kollegen, mit seinem Betrieb, sondern dass das etwas ist, das uns gemeinsam berührt, das ist eine Botschaft, die uns auch heute und in der Zukunft weiterhelfen muss. Nur miteinander werden wir die Zukunft gewinnen. Da ist jetzt der große Bruch, der mit dem Ausstieg aus der Kohleverstromung verbunden ist. Und den werden wir nur bestehen im Westen und im Osten Deutschlands, wenn wir den Regionen, die davon betroffen sind und so lange beigetragen haben zum wirtschaftlichen Wohlstand unseres Landes, sagen, wir lassen euch nicht alleine, dass es in Zukunft Arbeitsplätze gibt, das bleibt eine Botschaft. Das ist etwas, das wir auch sagen, wenn wir an die Automobilindustrie denken. Und deshalb immer wieder die Aussage, wir können die Zukunft nur miteinander gewinnen. Das ist die Erfahrung, die die ostdeutschen Bürgerinnen und Bürger uns allen gemeinsam mitbringen. Dreißig Jahre vorwärts gedacht, werden wir ein Land sein, das CO2-neutral wirtschaftet. Das ist eine Zeit, die wir gut ermessen können nach diesen 30 Jahren. Und deshalb sollten wir uns das auch als eine große Aufgabe vornehmen, die wir miteinander in dieser Zeit bewältigen wollen. Es ist eine Aufgabe mit großen strukturellen Veränderungen und eine, die wir ebenfalls nur gemeinsam bewältigen können, wenn wir den Wohlstand unseres Landes erhalten wollen. Aber genauso wie 30 Jahre deutsche Einheit wird uns das auch gelingen. Es wird ein Erfolgsmodell sein, das wir gemeinsam erreichen. Meine Damen und Herren, morgen wird in Potsdam unter dem Motto gefeiert, wir miteinander. Das ist die richtige Botschaft. Und es ist übrigens eine Botschaft, die gegen diejenigen geht, die glauben, dass es Deutschland schlecht gehen soll, damit es besser wird. Wird Deutschland gut gehen, wenn wir gemeinsam an der Zukunft arbeiten und wenn wir es miteinander tun. Schönen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Fraktionsvorsitzenden der FDP, Christian Lindner. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die deutsche Einheit war kein Wunder, das über unser Land gekommen ist. Die deutsche Einheit ist auch nicht das Ergebnis einer Wende, die ehemalige SED-Führung eingeleitet hat. Die deutsche Einheit war die Konsequenz der ersten unblutigen und erfolgreichen Revolution in unserem Land. Was 1848 nicht und 1918 nicht dauerhaft gelang, wurde 1989/90 endlich Wirklichkeit: ein vereintes und demokratisches Deutschland. Und vereint wurde nicht nur ein Land,
Neu vereint wurden auch Familien, die lange getrennt waren, wie meine eigene. Die Revolution 1989 verlief friedlich und doch war sie hart erkämpft. Man kann den Mut der Ostdeutschen, die damals trotz Bereitschaftspolizei, Stasi, Greiftrupps und bereitstehender Wasserwerfer auf die Straßen gegangen sind, nicht hoch genug einschätzen. Diese tiefe historische Erfahrung, dass Mut und der Drang nach Freiheit friedlich Diktaturen stürzen kann, wird unser Land immer solidarisch mit Freiheitsbewegungen überall auf der Welt verbinden, sei es in Belarus, in Hongkong oder sonst wo. Die Sehnsucht nach Freiheit war groß. Schon vor der friedlichen Revolution haben 136 Menschen beim Versuch, die Mauer zu überwinden, ihr Leben verloren. Einige, nur wenige Meter hinter uns hier an der Spree, den Reichstag und die Freiheit vor Augen. Jeder, der versuchte, die Mauern von Unterdrückung und Diktatur zu überwinden, war ein Freiheitskämpfer. Wir sollten auch 30 Jahre nach der deutschen Einheit nicht vergessen, aus welchen Gründen diese Diktatur stürzte, welche Motive die Bürgerinnen und Bürger der damaligen DDR auf die Straße getrieben haben. Es war die Sehnsucht nach Freiheit und es war die Sehnsucht nach Wohlstand. Die Menschen wollten Freiheit über ihr Leben, über ihre Zukunft, über ihre Meinung. Und sie wollten den wirtschaftlichen Wohlstand, die Prosperität, die viele von ihnen vor allen Dingen aus dem Westfernsehen kannten. Die Geschichte lehrt uns, eine stabile Demokratie gibt es nur mit persönlicher Freiheit und ökonomischer Prosperität. Das sollte auch jenen zu denken geben, die heute im Wohlstand von einer Wirtschaft ohne Wachstum philosophieren. Wir sind das Volk. Dieser Satz hat eine Mauer zum Einsturz gebracht und ein Unrechtsregime hinweggefegt. Wir sind ein Volk. Dieser Satz hat den Grundstein für die Wiedervereinigung gelegt. Die Wiedervereinigung mag heute auf manche wie ein Glücksfall wirken, doch auch hier gilt, Glück passiert, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Der Freiheitswille der Menschen im Osten hat die Gelegenheit geschaffen. Aber es gab Voraussetzungen. Willy Brandt und Walter Scheel haben die neue Ostpolitik begründet. Aber maßgeblich waren es zwei Politiker, die nie aufgehört haben, an die Wiedervereinigung zu glauben, nämlich Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher. Sie haben die historische Chance ergriffen. Sie haben Weitsicht und Mut gezeigt. Insbesondere ohne diese beiden großen Staatsmänner wäre die Einheit so nicht zustande gekommen. Andere hatten den Glauben an die Wiedervereinigung ja längst aufgegeben. Ein deutscher Politiker wird im September 1989 wie folgt zitiert: Vergessen wir die Wiedervereinigung, warum halten wir nicht die nächsten 20 Jahre die Schnauze darüber? Zitat Ende. 12 Monate später war Deutschland wieder vereint. Und 8 Jahre später war dieser Politiker der erste grüne Außenminister des Vereinigten Deutschlands. Das zeigt, was in diesem Land steckt, wozu dieses Land fähig ist. Unterschätzen wir niemals, was in uns steckt. Mögen die Aufgaben noch so groß sein, die Leistungsfähigkeit dieses Landes und der Mut seiner Bürger sind größer. Vergessen wir auch nicht, welche Rahmenbedingungen für die Einheit notwendig waren. Die feste Verankerung in das westliche Bündnis, die transatlantische Partnerschaft und die gefestigte vertragliche Einbindung in die europäische Gemeinschaft einerseits und andererseits Vertrauen in der Sowjetunion. So konnten Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher die Sorgen und Vorbehalte gegen die Wiedervereinigung zerstreuen. Dass die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten, zu Großbritannien und zu Russland heute so sind, wie sie sind, das ist nicht in erster Linie die Verantwortung unseres Landes. Dennoch muss es für uns eine Sorge sein und zugleich den Auftrag markieren, wieder in eine Politik des Multilateralismus zurückzukehren. Aus zwei Staaten wurde einer, und niemand konnte erwarten, dass das ohne Probleme gelingt. 16 Millionen Deutsche mussten sich ja quasi über Nacht in einem neuen System zurechtfinden und hatten dazu nicht viel Zeit. Für viele Menschen im Osten ging es in den 90er Jahren nicht um weniger als die nackte Existenz. Was für eine Herausforderung, wenn es etwa Arbeitslosigkeit im alten Leben nicht gegeben hat. Mich beeindrucken deshalb Biografien wie die beispielsweise von
Viola Klein, die in dieser Woche Gast einer Veranstaltung unserer Fraktion war. Sie war 1989 zunächst Erzieherin, gründete dann nach der Einheit einen Betrieb. 1994 wurde sie Unternehmerin dann und 2019 hat sie ihr Unternehmen mit über 300 Beschäftigten, ein IT-Unternehmen, verkauft. Es gibt Millionen dieser individuellen Erfolgsstorys in den vergangenen Jahren und wir haben über diese individuellen Erfolgsstorys in den vergangenen 30 Jahren zu selten gesprochen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Zeit des Umbruchs für viele traumatisierend war und auch da dürfen wir nicht wegsehen. Die Biografien der Menschen in Ostdeutschland verdienen Respekt und zwar nicht nur der Teil nach der Einheit, sondern auch der Teil vor der Einheit. Über den Mut und die Widerstandskraft der Menschen habe ich gesprochen, auch die atemberaubende Modernisierung der Infrastruktur und die zumindest Anfang der 1990er Jahre schlanke Bürokratie hätten Blaupause für unser Land insgesamt sein können, zum Beispiel beim viel zu trägen Einstieg in die Digitalisierung. Dennoch glaube ich, ist es kein Zufall, dass Tesla seine Gigafactory in Grünheide vor den Toren Berlins baut. Der verwegene Plan, ein großes Automobilwerk in nur 18 Monaten aus dem Boden zu stampfen, ist wahrscheinlich nur mit ostdeutschem Pragmatismus möglich. Und vielleicht ist es auch kein Zufall, dass der erste ausländische Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt in Ostdeutschland regiert, nebenbei ein Däne aus Rostock, der in seiner Stadt, die 1992 noch traurige Berühmtheit erfahren hat, nun eine Smart- und Smile-City schaffen will. Der Trend stimmt also. Mein Vorschlag ist, wir haben es in den vergangenen 30 Jahren mit Förderprogrammen und Transferleistungen versucht, Ost und West wirtschaftlich zusammenzubringen. Geld schafft aber keine Strukturen und Geld ersetzt auch keine Strukturen. Deshalb seien wir wieder mutig und probieren wir es doch einmal die nächsten 30 Jahre andersherum. Verbessern wir die Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung und schaffen wir die Voraussetzung für mehr Unternehmertum. Otto Graf Lambsdorff hatte sich bereits 1990 für ein Niedrigsteuergebiet in den ostdeutschen Ländern eingesetzt, weil er erkannte, dass alle auch gut gemeinten Subventionen und staatlichen Aufbauhilfen eins nicht ersetzen können: wettbewerbsfähige Unternehmen, die sichere Arbeitsplätze schaffen. Damals war dieses Konzept nicht mehrheitsfähig. Heute müssen vielleicht auch damalige Kritikerinnen und Kritiker erkennen, dass Lambsdorff recht hatte. Denn der wirtschaftliche Aufholprozess in Ostdeutschland wird bis heute von der weltweit höchsten Steuerbelastung für mittelständische Betriebe erschwert. Durch bürokratische Lasten, die insbesondere in Ostdeutschland unternehmerisches Engagement bremsen. Schaffen wir also Freiheitszonen, in denen wir die Möglichkeit geben, mit niedrigeren Steuersätzen zu arbeiten, in denen Neugründungen auf bestimmte Zeit von bürokratischen Vorgaben ausgenommen werden, in denen wir die Forschungslandschaft und die Start-up-Szene mobilisieren und besser miteinander vernetzen, in denen wir den Ausbau von Breitband, Mobilfunk und Verkehrswegen beschleunigen, in denen die Verwaltung nicht Obrigkeit, sondern Partner ist. Machen wir also Ostdeutschland in den nächsten 3 Jahrzehnten zu einem Chancenland. Und wenn jemand gefragt wird, wo gründest du dein Unternehmen? Dann soll die Antwort sein, in Cottbus oder in Rostock oder in Bautzen, weil dort in Cottbus, in Rostock und Bautzen das möglich ist, was in München, Stuttgart und Düsseldorf, in Hamburg und Hannover schon lange nicht mehr möglich ist. Jetzt hat das Wort der Fraktionsvorsitzende der Linken, Dr. Dietmar Bartsch. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ist und bleibt dabei, die friedliche Revolution ist ein historisches Glück. Und es bleibt auch, Demokratie und Freiheit haben sich die Ostdeutschen erkämpft, friedlich und demokratisch, und daran haben viele einen Verdienst. Wir sehen im Übrigen in diesen Tagen in Belarus, dass das nicht selbstverständlich ist. Die Leistung,
Die Leistung der Ostdeutschen ist die, die 1989 und 90 ermöglicht hat. Lieber Christian Lindner, nichts gegen Kohl und Genscher, aber ich finde, dass hier in jedem Fall der Name Gorbatschow genannt werden muss, denn der war wesentlich dafür und hat die Voraussetzungen geschafft, dass das geht. Ja, meine Damen und Herren, danach ist unheimlich viel erreicht worden und dann wurden aber auch Fehler gemacht. Und ich sage ganz klar, es geht nicht um Dankbarkeit, wie der Ostbeauftragte der Bundesregierung unlängst gesagt hat, sondern ich sage ganz klar, die Ostdeutschen sollen stolz sein. Sie sollten mit großem Selbstbewusstsein zurückschauen und vor allen Dingen nach vorn schauen. Ich wünsche mir mehr Selbstbewusstsein der Ostdeutschen. Meine Damen und Herren, das Land und die Menschen, das ist hier schon mehrfach gesagt worden, ist vielfach zusammengewachsen. Nicht selten sind heute die Unterschiede, auch die kulturellen, zwischen Nord und Süd größer und augenfälliger als die zwischen den Bundesländern Ost und West. Das heißt aber wahrhaftig nicht, dass alles gut ist. Es geht zum Beispiel um Akzeptanz von Geschichte. Deutsche Geschichte war zweigeteilt. Das heißt auch Akzeptanz von Biografien, die gelebt worden sind. Und vor allen Dingen ist es so, dass wir von gleichwertigen Lebensverhältnissen, wie das Grundgesetz das ja festschreibt, immer noch weit entfernt sind. Das ist gar nicht die Frage, wie wir das hier so sehen. Befragungen sagen, dass 64% der Bevölkerung das weiterhin beklagen, dass wir keine gleichwertigen Lebensverhältnisse haben. Und um da ein Beispiel aus meinem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern zu sagen, die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten 2 Wochen länger und bekommen 4.000 Euro weniger als die Menschen im Nachbarland Niedersachsen. Aber gleicher Lohn für gleiche Arbeit in gleicher Arbeitszeit, das sollte doch unser aller Anliegen sein, für Frau und Mann und auch im Ost und West. Und die Auswirkungen, die das für die Rente hat, die brauche ich hier nicht darlegen. Die ostdeutsche Wirtschaft ist bei 79% der Westdeutschen in der Leistungskraft. Das hört sich passabel an, aber im Jahr 1995 lagen wir schon bei 70%. Wenn die Entwicklung so weitergeht, dann wissen wir, welche Zeitdimension eine wirkliche Angleichung hervorrufen wird. Und der wirtschaftliche Rückstand des Ostens bis heute, der hat wesentlich mit der Politik der Treuhand zu tun, meine Damen und Herren. Und auch da wiederum, 71% der Ostdeutschen sind heute der Meinung, dass die Treuhandpolitik falsch war. Die Treuhand war der Kardinalfehler der deutschen Einheit, meine Damen und Herren. Und wir brauchen hier nicht, weil damit Betriebe wiederkommen, wir brauchen hier dringend eine Aufarbeitung. Meine Damen und Herren, wir haben noch ein Jahr eine ostdeutsche Bundeskanzlerin. Aber ansonsten ist die Repräsentation der Ostdeutschen wirklich ein Skandal. Mal ein Beispiel aus einem Bundesland sagen. In Sachsen-Anhalt gibt es neben dem Ministerpräsidenten genau 2 ostdeutsche Minister. Stellen Sie sich das mal in Rheinland-Pfalz vor. Da würden nur 2 westdeutsche Minister sein. Undenkbar. Das ist allerdings Standard. Kein General der Bundeswehr, kein deutscher Botschafter aus dem Osten, kein Rektor einer Uni. Die erste Verfassungsrichterin jetzt, die wurde noch riesig gefeiert. Na, Donnerwetter, kann ich nur sagen. Donnerwetter. Können Sie sich vorstellen, was das bei den Ostdeutschen assoziiert? Und ich will ein Beispiel, weil ja die Forschungsministerin hier ist. Die hat unlängst eine Batteriefabrik wo angesiedelt? In ihrer Heimatregion in Münster. Allein in Nordrhein-Westfalen gibt es doppelt so viele Bundesbehörden wie im gesamten Osten. Und ich habe so die Befürchtung, dass mit einem CDU-Vorsitzenden aus Nordrhein-Westfalen sich das nicht ändern wird. Das ist schlicht unfair. Das ist unfair. Wir brauchen eine gesamtdeutsche Strukturpolitik. Dazu gehört im Übrigen auch ein Investitionsprogramm für den ländlichen Raum. Wo ist denn das schnelle Internet an jeder Milchkanne? Wo sind denn Bahnstrecken, die stillgelegt wurden, die reaktiviert werden? Das könnte ja der neue Bundesverkehrsminister, den es ja hoffentlich bald gibt, dann mal in Angriff nehmen. Wir sehen im Übrigen doch an den USA, wo das hinführt, wenn Regionen abgehängt werden. Meine Damen und Herren, Ost und West ist nicht mehr die entscheidende Differenz in unserem Land. Ich kann nur sagen, zum Glück. Wir haben aber inzwischen soziale und regionale Unterschiede, die das gesamte Land spalten. Die Armut im Osten und im Westen ist seit 1990 gestiegen. Der Armutsforscher Christoph Butterwegge spricht vom höchsten Wert seit der Wiedervereinigung. Heute arbeitet jeder dritte Ostdeutsche und jeder fünfte Westdeutsche für Niedriglohn.
Mehr Kinderarmut, mehr Altersarmut auf der einen Seite und unfassbarer Reichtum auf der anderen Seite. Eine ganz kleine Minderheit von 10%, von 10% der Bevölkerung hat doppelt so viel wie die anderen 90% der Bevölkerung. Würden Sie das eine einheitliche Verteilung nennen? Nein, das ist es überhaupt nicht, meine Damen und Herren. Morgen begehen wir 30 Jahre deutsche Einheit. Ja, ein Feiertag. Aber, meine Damen und Herren, es ist vor allen Dingen für uns alle eine Verpflichtung. Die Unterschiede sind geringer geworden, aber es bleibt weiterhin viel zu tun. Und ich wünsche mir, dass gerade die Ostdeutschen das mit großem Selbstbewusstsein angehen, dass wir die sozialen Unterschiede endlich angehen. Denn ein geeintes Land sollte immer auch ein sozial gerechtes Land sein. Und dafür müssen wir mehr tun, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank. Jetzt hat das Wort die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Katrin Göring-Eckardt. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als Peter Maffay 1980 die ostdeutsche Band Karat bat, ihr Lied über sieben Brücken musst du gehen singen zu dürfen, hat er wahrscheinlich nicht geahnt, dass sich die Platte 2 Millionen Mal verkaufen würde in Westdeutschland. Das war quasi der erste Kassenschlager Ost, im Westen gelaufen wie geschnitten Brot. Kam eigentlich solche Zahl jemals in einem Bericht der Deutschen Einheit vor? 2 Millionen Mal ein Ostlied im Westen verkauft? Unbestritten, meine Damen und Herren, der 3. Oktober ist ein besonderer Tag für viele Ostdeutsche, aber auch 92% der Westdeutschen sagen, dass die Wiedervereinigung von sehr großer Bedeutung für unser Land sei. Und es verwundert, dass der Bericht zum Stand der deutschen Einheit unseres Landes vor allen Dingen immer den Blick nach Osten lenkt, dass es immer darum geht, ob der Osten jetzt aufgeholt habe. Wohin denn eigentlich aufgeholt? Ja, es stimmt, Westdeutschland hat die Einheit lange als Anschluss betrachtet. Und ehrlicherweise muss man sagen, ja, sehr viele Ostdeutsche wollten, dass es so wird, wie es im Westen nie war, außer vielleicht in der Werbung. Oder der Blick der deutschen Einheit, der heute noch verstellt, was wirklich passiert ist. Nicht nur der Osten, auch der Westen hat sich verändert. Deutschland im Jahr 2020 ist ein anderes Land. Wir sind freier, weltoffener, vielfältiger. Wir haben die Demokratie als Grundlage, und das ist gemeinsam großartig. Wir sind weit gekommen, und dennoch bleiben die Vergleichszahlen hart, und sie müssen genannt werden. Der Osten erreicht nur 75% der Wirtschaftskraft. Die durchschnittlichen Haushaltseinkommen liegen bei 88%, obwohl die Menschen im Schnitt länger arbeiten. Darüber ist hier schon gesprochen worden. Ich verstehe, dass sich BürgerInnen als Menschen zweiter Klasse verstehen, wenn in allen Führungspositionen, egal ob in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Industrie, in den Gerichten, kaum Ostdeutsche vorkommen. Die Ostdeutschen haben beim Wiederaufbau Außergewöhnliches geleistet. Schon bei der friedlichen Revolution, die die Menschen in Ostdeutschland und übrigens in den ganzen Ländern Osteuropas erkämpft haben, aber eben auch beim Wiederaufbau. Und ich finde, darüber müssen wir sehr viel mehr reden. Es sind Geschichten von Ostdeutschen, die angesichts des Ungewissens in der Krise gesagt haben, ich mache das jetzt einfach. Sogar schon übrigens vor der Einheit. Michael Suko ist so einer. Der hat den letzten Beschluss der DDR-Volkskammer herbeigeführt, ein Coup, der uns bis heute noch gemeinsam unendlichen Reichtum beschert. Biosphärenreservate, nämlich Kulturlandschaften, die nachhaltig bewirtschaftet werden, kannte die alte Republik nicht. Und damals wurde in einem wahnsinnigen Tempo, weil plötzlich der 3. Oktober ja sehr viel schneller kam und die deutsche Einheit als gedacht, 4,5% des Staatsgebietes unter Schutz gestellt. Ein großartiger Erfolg bis heute, den sich westdeutsche Bundesländer zum Glück abgeschaut haben. Ich mache das jetzt einfach. Das ist genau das, was wir eigentlich jetzt angesichts von Krisen wie Pandemie, aber noch mehr
der Klimakrise so dringend brauchen. Ja, machen ist wie wollen, nur krasser. Darauf kommt es jetzt an, und dabei helfen uns die Erfahrungen aus den letzten 30 Jahren. Dabei helfen uns die Erfahrungen der Ostdeutschen, auch das Scheitern, auch die Schwierigkeiten, wenn Unternehmen den Bach runtergegangen sind, wenn ganze Berufe plötzlich nicht mehr gefragt wurden. Ja, wir stehen mindestens vor ähnlichen Herausforderungen wie 1990, und die Erfahrungen dafür sollten wir nutzen. Und ich bin dabei, es sind auch die vielen Erfolgsgeschichten von Unternehmen, die nach 1990 gegründet oder privatisiert wurden, die mit innovativen Ideen Weltmarktführer wurden. Die Firma Gebis, die Gelenkwellen herstellt, galt bei der Treuhand als nicht privatisierbar, ist heute Weltmarktführer. Oder Funkwerk, ein Unternehmen von einer Frau geführt, und ohne deren Technik stünden heute die Bahnen komplett still. Oder Möwe. Mit alten Namen und altem Patent haben die wunderbare Fahrräder produziert, machen das bis heute und sehr erfolgreich. Oder Familienunternehmen, die nach 1990 an ihren Ursprungsort zurückgekehrt sind. Lange und Söhne mit Uhren in Glashütte, oder Bauerfeind, die mit medizinischen Hilfsmitteln Menschen in Bewegung halten. Oder Tatort. Ohne den Ostdeutschen Jan-Josef Liefers, denkbar, aber sinnlos. Filme mit Anna-Maria Mühe oder Nora Tschirner sind gemeinsames Kultgut. Und wer weiß, wie viele Sterne unser Nationaltrikot hätte ohne Toni Kroos? Besonders haben übrigens Hamburg und Süddeutschland profitiert, auch ökonomisch, vom Zuzug Ostdeutscher. Guter Fachkräfte, motivierte Menschen, darunter viele Frauen, die haben dort gearbeitet und ganz selbstverständlich wie nebenbei Ganztagsbetreuung für ihre Kinder eingefordert und mit Verzögerung dann auch bekommen. Und auch wenn die Poliklinik heute MVZ heißen muss, medizinisches Versorgungszentrum, es gibt sie, und das ist richtig so. Ost und West haben sich angenähert, und wir haben gemeinsam dieses Land verändert. Aber wir werden es auch weiter verändern müssen, und zwar auf Augenhöhe mit diesen Erfahrungen. Wir wollen, dass es gut ist und besser wird. Und wir werden keinen Millimeter der erkämpften Freiheit, der Demokratie und der Vielfalt hergeben. Wer heute Nazis wählt, wählt Spaltung, Fake News, Unanständigkeit, wählt Gewalt und Hass. Die Demokratie haben mutige Menschen 1989 erkämpft. Bis heute ist und bleibt sie das offene Tor zur Zukunft und zur Zuversicht. Ein paar der sieben Brücken liegen noch vor uns, aber gemeinsam werden wir es schaffen. Dieses Land, dieses demokratische Land hat es verdient. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU, Ralf Brinkhaus. Herr Präsident, meine Damen und Herren, fünf Gedanken zur deutschen Einheit und zu 30 Jahre Wiedervereinigung. Der erste Gedanke: Freude. Jeder von uns hat irgendwie seine eigene Geschichte mit der Wiedervereinigung. Bei mir ist die notwendigerweise trivial als bei anderen. Aber ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, wie ich als 17-Jähriger hier am Reichstag gestanden habe, auf die Mauer geguckt habe, auf das Brandenburger Tor, was zu war. Und wenn mir dann jemand gesagt hat, hätte 2020 stehst du hier im Deutschen Bundestag, hältst eine Rede zu 30 Jahre Wiedervereinigung, darfst jeden Morgen am offenen Brandenburger Tor vorbeigehen. Wunderbar, wunderbar. Und diese Freude, meine Damen und Herren, diese Freude, die müssen wir uns immer wieder in unsere Herzen hineinrufen, die müssen wir immer wieder erhalten. Und wer erinnert sich nicht, was er am 9. November gemacht hat? Diese Fassungslosigkeit, dieses Staunen oder danach in der Zeit, diese Atemlosigkeit, wie sich alles entwickelt hat, der Stolz am 3. Oktober. Und ich war am 9. November in Frankreich. Die Leute haben mich beglückwünscht. Also die Welt hat sich mit uns gefreut. Und das müssen wir uns doch irgendwo wieder herholen, anstatt kleinteilig in kleinen Karo immer über das zu reden, was der Mangel ist und was vielleicht auch falsch gelaufen ist. Und der zweite Gedanke ist Dankbarkeit. Dankbarkeit, und das ist mehrfach und auch zu Recht gesagt worden, an diejenigen, die diese Freiheit erkämpft haben. Und das waren die Männer und Frauen im Herbst 1989 in Ostdeutschland mit großem Mut, nicht wissend, wie das enden würde, nicht wissend, was die Bereitschaftspolizei und sonst noch jemand irgendwie machen würde. Aber ich möchte auch nicht die vergessen, die am 17. Juni 1953 schon losgelaufen sind. Diejenigen,
die gegen den Prager Frühling die Niederschlagung des Prager Frühlings demonstriert haben, diejenigen, die den Wehrdienst verweigert haben, diejenigen, die versucht haben, die Mauer zu überwinden, diejenigen, die ihr Leben, ihre Freiheit, ihre Familie und alles geopfert haben, um irgendwo ein besseres Leben in Demokratie und Glück zu haben. Auch diejenigen haben dazu beigetragen, dass der Herbst 1989 überhaupt möglich war. Ich möchte mich auch bedanken bei den Politikerinnen und Politikern in Westdeutschland und in Europa, die nie aufgegeben haben, an die deutsche Einheit zu glauben, als andere die Zweistaatlichkeit schon akzeptiert haben. Ich möchte mich insbesondere bedanken, weil ohne die wäre das alles nicht möglich gewesen, bei unseren Freunden aus Polen, von Solidarność, unseren Freunden aus Ungarn. Ich möchte mich bedanken, ja, bei Michail Gorbatschow und im Übrigen auch bei dem damals sowjetischen, heute russischen Volk. Das war nicht selbstverständlich, dass sie das zugelassen haben. Und vielleicht bei aller Kritik, die wir momentan zu Recht an Russland haben, vergessen wir das auch an der einen oder anderen Stelle nicht. Und ich möchte mich bedanken bei George Bush. Ohne die Amerikaner wäre das auch nicht möglich gewesen. Und vielleicht rufen wir uns auch das in diesen Zeiten, gerade in diesen Zeiten, in Erinnerung. Ich möchte mich bedanken bei Helmut Kohl, bei den Politikerinnen und Politikern aus Ost und West, die diesen ganz schmalen Spalt, die die Geschichte uns offen gelassen hat, beherzt genutzt haben. Und ich bin sehr froh, dass hier heute einige sitzen, ob das nun Wolfgang Schäuble ist, unser Bundestagspräsident, Katharina Landgraf, Eberhard Brecht und auch noch einige andere, die damals dabei waren und die damals auch entsprechend mitgewirkt haben, dass diese Einheit auch entsprechend vollendet werden konnte. Das war sehr, sehr wichtig. Und ich möchte mich bedanken, und das ist in einigen Reden angeklungen, und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, bei den vergessenen Helden dieser ganzen Wiedervereinigung, weil nach dem 3. Oktober 1990 fing der Alltag an. Und der Alltag, und das habe ich erst spät kapiert als jemand aus dem Westen, der war geprägt von Mühen, von Zweifeln, von Rückschlägen, von vielen, vielen Problemen, ob das nun Arbeitslosigkeit oder auch einfach der Verlust der eigenen Biografie oder Legitimation der Identitäten war. Und ich möchte mich ausdrücklich dafür entschuldigen, dass wir das im Westen vielleicht zu lange nicht gesehen haben. Denn was die Menschen dort geleistet haben, das ist wirklich großartig und es ist eben auch angeklungen, insbesondere auch die Frauen geleistet haben. Also insofern haben wir viel, viel Anlass zu danken. Dritter Gedanke, Freiheit. Es war ein Kampf um die Freiheit. Ja, es war auch ein Kampf um die Wiedervereinigung, aber es ging zuerst um Freiheit, um Demokratie und um Gerechtigkeit. Und dieser Kampf ist glücklich ausgegangen, er ist friedlich gewesen. Und das ist ein ganz großes Geschenk. Das muss für uns aber die Verpflichtung sein, an der Seite derjenigen zu stehen, die heute noch für die Freiheit kämpfen. Ob das in Weißrussland, in Hongkong oder sonst wo ist. Wer, wenn nicht wir, sollten an deren Seite stehen, aus unserer Geschichte heraus. Und es geht auch darum, die Freiheit hier im Inneren zu verteidigen. Und der Auftrag der Männer und Frauen von 1989 ist, dass wir hier im Deutschen Bundestag diese Freiheit gegen Extremisten jeglicher Farbe und Couleur verteidigen, meine Damen und Herren. Der nächste Gedanke ist Verpflichtung. 1990 war 45 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist nicht lange her. Die damals aktive Generation der Politikerinnen und Politiker in Europa, die waren da so 55, 60, 65, die hatten alle noch die persönliche Erinnerung daran, dass Deutschland Leid und Schrecken über den Rest von Europa gebracht hat. Die damals aktive Generation hatten das alles noch aus eigenen Erleben im Kopf. Und trotzdem haben sie uns Deutsche vertraut und haben gesagt, ja, wir vertrauen euch, dass ihr diese Wiedervereinigung nicht missbraucht, um nochmal Leid und Schrecken über Europa zu bringen. Sie haben darauf vertraut, was im Grundgesetz steht, wo wir gesagt haben, dass wir im vereinten Europa zum Frieden in dieser Welt beitragen wollen. Und dieses Vertrauen haben wir, glaube ich, in den letzten 30 Jahren auch gerechtfertigt. Aber wir müssen es auch weiter rechtfertigen. Und deswegen sage ich an die Adresse all derjenigen, die sagen, ja, ihr tut ja ein bisschen viel für Europa. Nein, das ist auch eine Verpflichtung heraus aus 1989, dass wir immer einen Tacken mehr tun als die anderen, weil die anderen haben uns vertraut. Und dieses Vertrauen, das möchten wir und das wollen wir auch weiter zurückzahlen.
Ich habe jetzt gesprochen über Glück, über Dankbarkeit, über Verpflichtung und Vertrauen, über Freiheit. Und jetzt möchte ich zum Schluss noch über eins sprechen, was auch mehrfach angeklungen ist. Das ist Zusammenhalt. Das ist Gemeinschaft. Ja, und natürlich ist es so, für die jungen Leute spielt die Kategorie Ost und West vielleicht nicht mehr die Rolle. Und ich finde schön, Yvonne Magwas, dass ein junger Mensch sagt, ich bin Thüringer. Und natürlich ist der Thüringer anders als der Mecklenburger, übrigens auch anders als der Franke. Und ich komme aus Nordrhein-Westfalen und meine Kollegen wissen das, die Westfalen sind auch anders als die Rheinländer. Und das ist auch gut so. Das ist auch gut so, weil einer dieser Slogans der 30-jährigen Wiedervereinigungsfeier ist auch Deutschland eins vieles. Ja, und dieses eins vieles, das ist auch gut so. Das sollte sich nur nicht nach Himmelsrichtungen festmachen, sondern wir sollten uns diese Unterschiedlichkeit bewahren. Aber wir stehen natürlich hier im Deutschen Bundestag in der Verpflichtung, immer wieder für gleichwertige Lebensverhältnisse zu sorgen. Und das machen wir auch. Das machen wir auch durch die Förderprogramme. Das machen wir durch den Länderfinanzausgleich. Das machen wir dadurch, dass wir eine aktive Politik machen. Aber wie gesagt, nochmal nicht nach Himmelsrichtung, sondern mittlerweile da, wo es notwendig ist. Und wir haben Regionen im Westen und Osten, die Schwierigkeiten haben. Wir haben Regionen im Westen und Osten, die großartig laufen. Und es ist unsere Aufgabe hier, diese Einheit herzustellen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht ja nicht nur um die materielle Einheit, sondern es geht auch um die innere Einheit. Und bei aller Vielfältigkeit, die wir in diesem Land haben, zwischen Jung und Alt, vielleicht auch zwischen Ost und West, Nord und Süd, zwischen denen, die dazugekommen sind und denen, die schon immer hier waren. Es gibt einen Ort in Deutschland, wo immer wieder diese Einheit hergestellt werden muss. Und das ist hier der Deutsche Bundestag. Wir sind die Klammer, die dieses Land verbindet. Und meine Damen und Herren, wenn wir hier polarisieren und spalten, wer soll denn dann dieses Land zusammenhalten? Und deswegen erwarte ich von uns eins. Und da müssen wir uns alle selbstkritisch immer wieder in Frage stellen. Einheit und innere Einheit, die hat eine Grundvoraussetzung. Und das ist Respekt. Und das ist Respekt. Und bei allen Unterschiedlichkeiten, die wir hier in der Meinung vertreten, wir sollten uns nie über den anderen erheben, sondern wir sollten immer auf Augenhöhe versuchen, die Argumente zu wägen und zu streiten und darum zu ringen, das Richtige zu tun. Und deswegen, meine Damen und Herren, möchte ich zum Schluss eins feststellen. Wir haben die staatliche Einheit am 3. Oktober 1990 zu unserem großen Glück vollendet. Die innere Einheit muss jeden Tag neu errungen, erkämpft werden. Und hier ist der Ort dafür, natürlich auch im Land. Und vielleicht sollte uns das die Botschaft sein für 30 Jahre deutsche Wiedervereinigung. Jens Kästner, AfD, ist der nächste Redner. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, die Besucher auf den Tribünen und zu Hause vor dem Bildschirm. Jeder hat seine eigene Sicht der Dinge, wenn er auf 30 Jahre deutsche Einheit zurückblickt. Für den einen sind es überwiegend glückliche Erinnerungen, für andere Erinnerungen und Erfahrungen, die bitter und schmerzhaft waren und sogar das eigene Leben und das Leben der Familie bis heute tragisch begleiten. Mit Blick auf Niedersachsen muss man sagen, wir hatten die längste gemeinsame Grenze mit der damaligen DDR über eine Länge von 549,9 Kilometern, die sich erstreckte von Bleckede an der Elbe bis Friedland ins Eichsfeld.
Für mich persönlich, der 1971 in Niedersachsen geboren wurde, im sogenannten Zonenrandgebiet und dort noch aufwuchs, für mich gehörte die DDR und die Grenze zum Alltag. Wir lernten in der Schule, dass unsere Brüder und Schwestern in der Deutschen Demokratischen Republik leben und wir ein gemeinsames, wenn auch geteiltes Volk waren. Die Familienbande und Schicksale kannte ich nur aus Erzählungen meiner Eltern. Den Blick in den Osten gab es für mich ganz persönlich nur durch die staatlichen Programme der DDR. Hier wurde ich bekannt mit der unsäglichen Propaganda von Karl Eduard von Schnitzler und dem Schwarzen Kanal, aber auch mit Pittiplatsch, Moppi, Schnatterinchen oder Mach mit, mach's nach, mach's besser, jeden Sonntag um 10 Uhr. Aber all das war der Blick für mich, für uns, nur aus der Ferne in die damalige DDR. Über Nacht veränderte sich auch für uns im Westen diese Sichtweise. Plötzlich die Montagsdemonstration, die friedlichen Menschen auf den Straßen ab September 89, dann die historische Pressekonferenz am 9. November, in der von dem SED-Funktionär Günter Schabowski die Reiseregelung seines Wissens sofort unverzüglich in Kraft gesetzt wurde. Ab da überschlugen sich die Ereignisse und alles zusammen führte zum Ende des SED-Regimes. Wenn ich jetzt ganz persönlich nach 30 Jahren zurückblicke, dann gibt es für mich viele besondere Erinnerungen an diese Zeit. Da wäre die erste Fahrt mit Freunden über die innerdeutsche Grenze nach Nordhausen. Und das war für mich, wenn ich mich so erinnere, ein Gefühl wie eine Zeitreise in eine graue, triste Welt mit viel Smog und diesem ganz besonderen Geruch, der in der Luft lag. Da waren aber auch die Menschen nach der Grenzöffnung in meiner Geburtsstadt Northeim, die mit der Bahn mit ihren Trabis in die Stadt fluteten, die dort ihr Begrüßungsgeld abholten und die Volksfeststimmung, die in der Luft lag, die man förmlich greifen konnte. Da waren Mitte, Ende der 90er Jahre meine Soldaten beim Panzerbataillon 24 in Braunschweig aus Sachsen, aus Sachsen-Anhalt und Thüringen, für deren Ausbildung ich verantwortlich war. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir der Panzerschütze Zielke im Guten wie im Besonderen. Und Herr Zielke, wenn Sie heute zuschauen, dann möchte ich mich bei Ihnen für diese Zeit, für diese kameradschaftliche Zeit zusammen in Braunschweig bei Ihnen bedanken. Überhaupt sind mir die Kameraden von damals in guter Erinnerung geblieben. Nicht nur wegen ihrem Dialekt, sondern auch, weil sie wussten, was im Leben zählt und was wichtig ist. Wie ich schon sagte, ich habe überwiegend nur positive Erinnerungen an die letzten 30 Jahre, in denen wir ein Volk geworden sind, gerade auch wegen der vielen besonderen Menschen, die ich in dieser Zeit kennen und auch lieben lernen durfte. Und wenn ich von Liebe spreche, dann meine ich meine Frau Anja aus Sachsen-Anhalt, die ihre Kindheit und ihre Jugend in der DDR verbrachte und mit der mich jetzt eine ganz persönliche deutsch-deutsche Geschichte verbindet. Zusammen wird uns oft bewusst, dass wir zwar in unterschiedlichen Systemen aufgewachsen sind, mit unterschiedlichen Prägungen, aber dass wir vereint sind durch unsere Sprache und vor allem dem Gedanken, dass wir ein Volk sind und waren, trotz aller Hindernisse und Vorurteile, die es in diesen 30 Jahren gab. 30 Jahre Einheit bedeutet für mich, dass zusammengefunden hat, was zusammengehört. Unser Volk ist trotz langer Trennung zusammengewachsen und wir, die aus dem ehemaligen Westen kommen, wir sollten nicht vergessen, dass es unsere Brüder und Schwestern im Osten unserer Republik waren, die den Weg bereitet haben für ein gemeinsames Deutschland. Und dafür möchte ich mich bei unserem Volk auch nach 30 Jahren noch ganz herzlich bedanken, dass Sie diesen Schritt gegangen sind. Abschließend möchte ich aber auch sagen, was mich traurig stimmt, wenn Menschen mir heute sagen in persönlichen Gesprächen, Herr Kästner, ich habe wieder so ein Gefühl wie damals, vor der Wende, bevor es um Einigkeit, Recht und Freiheit ging. Ich muss mir überlegen, wem ich etwas erzähle, was ich ihm erzähle. Ich habe Angst vor Stigmatisierung. Ich habe Angst, meinen Arbeitsplatz zu verlieren. Ich habe Angst, Freunde zu verlieren. Ich habe Angst, im Verein dumm angeschaut zu werden. Und all jene, die heute hier sitzen, die sollten sich
das auch noch mal mit auf die Fahnen schreiben. Und wenn ich Sie dann beim Wort nehme, dann tun Sie auch dafür, dass sich dieses Gefühl bei unseren Menschen nicht wieder manifestiert, dass sich das wiederholt, was Sie abgelegt haben, wo Sie auf die Straße gegangen sind, wo Sie gesagt haben, wir möchten Einigkeit, Recht und Freiheit, wir möchten ein Teil dieses Landes sein, wir möchten vereinigt sein mit unseren Brüdern und Schwestern im Westen. Geben Sie diesen Menschen das Gefühl nicht nur, sondern handeln Sie auch so, dass es nicht so ist. Und Herr Brinkhaus, abschließend möchte ich noch sagen, ich habe Ihrer Rede ja zugehört, wenn Sie so viel für Ihr Volk tun würden, wie Sie es für Europa tun, dann wäre vieles besser. Vielen Dank. Jetzt hat das Wort die Kollegin Daniela Kolbe, SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wie die Kollegin Marquas war ich am 3. Oktober 1990 10 Jahre alt. Und ich kann mich noch gut erinnern an einen Laternenumzug, den wir da in unserem kleinen thüringischen Dorf gemacht haben, und habe kindliche Erinnerungen an eine unglaubliche Euphorie, mitreißend war das. Und es gab auch einige Zwischentöne, die ich damals nicht richtig einsortieren konnte. Aber es war ein sehr einprägsamer Abend, der mein ganzes Leben auch positiv natürlich beeinflusst hat. Bei der Vorbereitung auf die Rede ist mir persönlich noch mal klar geworden, ui, du bist ganz schön ostdeutsch geprägt. Neben anderen Prägungen finde ich das spannend, da wir ja nun wirklich schon 30 Jahre deutsche Einheit feiern. Es geht mir dabei gar nicht so sehr um die DDR, sondern um diese Zeit der friedlichen Revolution und um die Nachwendezeit, um diese Brüche. Ich habe, wie viele meiner Generation, erlebt, wie sich meine Elterngeneration selbst befreit hat. Die waren richtig mutig, hatte manchmal sogar ein bisschen Angst. Und sie waren richtig euphorisch. Und viele von ihnen sind danach hart gestolpert, und ich habe auch manchen beim Scheitern zugesehen. Die haben plötzlich nach Spielregeln gespielt, die sie gar nicht kannten. Viele haben sich, kann das auch für meine Mutter beispielsweise sagen, als Erwachsene beruflich komplett neu erfunden. Aber mit einem guten Ende. Zumindest die allermeisten können heute sagen, mir geht's richtig gut. Aber ich kann sagen, dieses Auf und Ab und wieder auf, mich hat das sehr geprägt. Und diese Generation natürlich noch mal viel mehr. Die können stolz drauf sein auf das, was sie erreicht haben. Sie haben ein marodes Ostdeutschland wieder aufgebaut. Man merkt ihnen aber auch an, dass sie auf dieser Wegstrecke einiges eingesteckt haben und dass sie manchen Stich auch noch nicht überwunden haben. Ich jedenfalls ziehe meinen Hut vor der Lebensleistung dieser Generation. Ja, wir blicken auf eine 30-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Ich würde noch mehr sagen, diese historische Aufgabe haben wir mega gut gemeistert. Das sagen sogar Menschen im persönlichen Gespräch, denen es heute nicht so gut geht. Und wenn man durch Leipzig, meine Heimatstadt, geht, dann muss man blind oder vernagelt sein, um dem nicht zuzustimmen. Und trotzdem ist da noch was zu tun, um die innere Einheit unseres Landes herzustellen, damit wirklich zusammenwächst, was doch offensichtlich zusammengehört. Und was ich mir zum 30. Geburtstag unserer Bundesrepublik wünsche, ist, dass wir uns wieder mehr darüber erzählen, was uns prägt und was wir so erfahren haben, und uns mehr Respekt den jeweiligen Lebensleistungen gegenüberbringen. Dass wir ein bisschen mehr aus unserer Komfortzone kommen. Also ich nehme das wahr bei manchen Ostdeutschen, die haben sich doch im Verletztsein ganz schön eingerichtet. Und manche Westdeutsche doch auch ganz schön in so einer gewissen Gleichgültigkeit. Lasst uns mehr erzählen und lasst uns mehr zuhören. Liebe Ostdeutsche, hört zu, wenn die Leute aus dem Ruhrpott erzählen von dem Strukturwandel, den sie durchgemacht haben, von den maroden Kommunen und den leeren Kassen. Das ist ja eigentlich ein leichtes für jeden Ostdeutschen, sich da hineinzuversetzen. Und umgekehrt wünsche ich mir, dass ostdeutsche Biografien ernster genommen werden. Besser sichtbar gemacht wird, was die Menschen zu DDR-Zeiten geleistet haben und auch nach der Wiedervereinigung. Ich habe ein bisschen den Eindruck, manchmal wird das verniedlicht. Es geht im Kern um Leistungsgerechtigkeit. Die Leute wollen, egal ob in Ost oder West, dass ihre Leistung als gleichwertig anerkannt wird. Und politisch kann ich das als Sozialdemokratin auf den Wert von Arbeit vor und nach der Wiedervereinigung zuspitzen.
Die Rentenüberleitung war eine riesige Leistung. Aber ich verstehe, dass der Reichsbahner Ost sich gegenüber dem Bahner West benachteiligt fühlt. Die Kollegen haben für ihre Sonderversorgung eingezahlt, die bekommen sie aber nicht. Und es gibt noch etliche weitere solche Gruppen. Und wenn man mit denen spricht, dann ist das Gefühl, dass die eigene Arbeit nicht gewertschätzt wird, allgegenwärtig. Und deshalb finde ich es richtig, dass wir den Härtefallfonds angehen. Auch wenn der wahrscheinlich nur denjenigen hilft, die es wirklich schlecht getroffen haben und jetzt eine sehr niedrige Rente haben. Da ist und bleibt das Signal, Leistung in Ost und West ist gleich viel wert. Das müssen wir klar machen. Und Gleiches gilt für die Zeit nach der Wiedervereinigung. Die Löhne waren und sind noch viel zu niedrig im Vergleich zum Osten. Deswegen ist es richtig, dass wir die Grundrente gemacht haben und dass wir den Mindestlohn gemacht haben. Spannend, dass die zwei größten sozialpolitischen Maßnahmen der letzten beiden Legislaturen helfen, ostdeutsche Biografien besser zu wertschätzen und Unterschiede wegzumachen. Ich glaube, das müssen wir noch mal stärker erzählen, dass das auch Ziel dieser Maßnahmen war. Und wir bleiben da nicht stehen. Die SPD will 12 Euro Mindestlohn. Wir wollen mehr Tarifverträge in Ost und West natürlich gleich. Und ich finde es gut, dass die Gewerkschaften sich das auch auf die Fahnen schreiben. Und ich rufe den Ostdeutschen zu, die Gewerkschaften, die können das auch nur machen, wenn ihr da mitmacht. Werdet da endlich mit, werdet mutig und kämpft für eure eigenen Rechte. Im Kern führt aus meiner Sicht die innere Einheit nur über mehr Miteinander und über soziale Gerechtigkeit. Und zwar nicht in Ost oder West, sondern im ganzen Land. Damit im Respekt vor den Unterschieden wirklich endlich zusammenwachsen kann, was zusammengehört. Vielen Dank. Thorsten Herbst, FDP, ist der nächste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, in diesen Tagen werde ich gelegentlich gefragt, was bedeutet für Sie persönlich der Tag der Deutschen Einheit? Der 3. Oktober ist für mich ein Tag der Freude, ist ein Tag der Freiheit und ist ein Tag der neuen Chancen, der gerade mir und meiner Generation Möglichkeiten geschaffen hat, die wir die CDR-Zeiten nie hatten, meine Damen und Herren. Ohne Wiedervereinigung hätte ich kein Abitur machen können. Ich hätte nicht in Großbritannien studieren können. Ich hätte nicht am Aufbau eines freien und demokratischen Jugendverbandes mitwirken können. Und ich würde heute nicht vor Ihnen stehen. Deshalb bin ich für die deutsche Einheit dankbar und demütig, meine Damen und Herren. In Freiheit zu leben, ohne Zwänge und Repression, das ist für die heutige junge Generation unvorstellbar. Es ist unvorstellbar, dass an einer Grenze geschossen wird, dass Menschen ins Gefängnis kommen, nur weil sie eine vermeintlich falsche Meinung haben und dass Eltern die Kinder entrissen werden, nur weil sie sich gegen das System stellen, meine Damen und Herren. Das war real existierender Sozialismus. Ich bin froh, dass wir ihn überwunden haben. Gregor Gysi hatte kürzlich gegenüber dem Kurier aus Österreich gesagt, ich zitiere, der Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes war, als ob der arme Neffe in die Wohnung der reichen Tante zieht. Er hatte dort nichts zu bestimmen. Was für ein schräges Bild, meine Damen und Herren. Millionen Menschen hatten in der DDR nichts zu bestimmen, weil Wahlen eine Farce waren, meine Damen und Herren. Und warum war eigentlich der Neffe arm? Er war doch nicht deshalb arm, weil die Menschen sich in der DDR nicht angestrengt haben. Sie haben härter gearbeitet, unter widrigeren Bedingungen, länger gearbeitet. Und die Planwirtschaft hat sie um die Früchte ihrer Arbeit gebracht. Das muss man doch auch mal zur Kenntnis nehmen. Ich bin allen dankbar, die im Herbst 1989 auf die Straße gegangen sind, die sich wie ich an den Montagsdemonstrationen beteiligt haben. Denn ohne die friedliche Revolution wäre es niemals zur deutschen Einheit gekommen. Und ja, die deutsche Einheit war für die Ostdeutschen eine neue Erfahrung, positiv, aber auch mit neuen Härten. 70% aller Arbeitnehmer mussten sich einen neuen Job suchen. Wenn wir uns das heute mal vorstellen, das kann man eigentlich kaum nachvollziehen, was das bedeutet. Brüche
in den persönlichen Biografien, die wirken bis heute nach und viele Regionen wurden auch deindustrialisiert. Und trotz aller Widrigkeiten, meine Damen und Herren, die deutsche Einheit ist eine Erfolgsgeschichte. Wir sind ein Land, ein Volk und doch unterschiedlich sozialisiert. Und das ist kein Problem, sondern aus meiner Sicht eine Bereicherung, wenn wir die Unterschiede verstehen. Manche Entwicklungen sind im Osten eher sichtbar. Mancher Protest wird eher und klarer formuliert. Und Ostdeutsche sind besonders sensibel, wenn sie den Eindruck haben, ihnen wird vorgegeben, was sie zu denken und zu sagen haben. Deshalb muss es auch eine Botschaft zu 30 Jahre deutscher Einheit sein. Reden wir mehr miteinander, hören wir mehr einander zu, respektieren und tolerieren wir auch andere Meinungen, meine Damen und Herren. Die Wiedervereinigung ist politisch abgeschlossen, aber wenn wir ehrlich sind, in den Köpfen noch nicht überall. Daran müssen wir arbeiten. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir nicht mehr über Ost und West sprechen als über Nord und Süd, dass wir keinen Ostbeauftragten der Bundesregierung mehr brauchen und dass es eigentlich auch überhaupt keine Rolle spielt, ob du in Osnabrück oder Oberwiesenthal, München oder Dresden geboren bist. Die deutsche Einheit ist dann vollendet, wenn wir sie in unseren Köpfen vollendet haben, meine Damen und Herren. Nächste Rednerin ist die Kollegin Simone Barrientos, Die Linke. Sehr geehrter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, klar sind 30 Jahre Einheit ein Grund zum Feiern, aber bitte auch Zeit für einen Blick zurück im Zorn. Sehr viele Wunden wurden geschlagen. Einen regelrechten Kahlschlag gab es im Bereich Kunst und Kultur. Die Unterstellung, dass DDR-Künstlerinnen und Künstler bloß Staatskunst produziert hätten, war und ist Unsinn und bleibt beleidigend. Die Ignoranz der DDR-Kunst gegenüber ist offensichtlich. So zeigte die von Angela Merkel am 30. April 2009 eröffnete Ausstellung 60 Jahre, 60 Werke Kunst aus der Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis 2009 kein einziges Werk, das in der DDR entstanden ist. Keins. Was für eine Respektlosigkeit. Schauen wir auf Literatur. Nach der Wende wurden tonnenweise DDR-Literatur zu Makulatur. Um die 80 Millionen Bücher wurden auf den Müll gekarrt. Daniela Dahn formuliert treffend, die Erinnerung an DDR-Kultur wurde so Gedanke um Gedanke ausgelöscht. Vernichtet wurden auch die Bücher von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die vor dem Mauerfall in Ost und West erschienen, und zwar in hohen Auflagen auf beiden Seiten. Nach der Wende wollte niemand mehr ihre Manuskripte. Da wurde nicht nur Literatur vernichtet, da wurde Geschichte begraben, da wurden Biografien zerstört. Wer im vereinten Lande erfolgreich sein wollte, der verschwieg am besten seine Ostherkunft. Das zumindest hat sich geändert. Da gibt es inzwischen Stolz auf DDR-Sozialisation und Geschichte. Die DDR hat sich Kultur geleistet, schreibt Gerd Dietrich in seiner nun endlich vor einem Jahr erschienenen Kulturgeschichte der DDR, und er belegt das eindrucksvoll mit Zahlen und Fakten. Seit der Vereinigung mussten nahezu zwei Drittel aller Theater dicht machen, 90% der öffentlichen Bibliotheken wurden abgewickelt, bei Film und Fernsehen spielten sich Dramen ab. Dieser Kahlschlag zog sich durch alle Sparten von Kunst, Kultur, Medien und auch Wissenschaften. Und er traf gerade die, die die Freiräume erweitert haben in der DDR. Klaus Steg meinte 1989, mag die DDR jetzt auch arm dran sein, sie ist reich durch ihre Künstler, die ja nicht durch Zufall die Reformbewegung entscheidend mitgeprägt haben. Wer die Kultur der DDR verleugnet, der will auch nicht, dass wir endlich beginnen, die gesamtdeutsche Geschichte zu erzählen. Wir brauchen aber eine gemeinsame Erinnerungskultur. Und übrigens, ich habe mir als junge Frau nicht vorstellen können, je wieder in einer deutschen Republik zu leben mit einem Paragraphen 218. Was für ein Rückschritt. Vielen Dank.
Jetzt erteile ich das Wort der Staatsministerin im Freistaat Sachsen, Katja Mayer. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, auch wenn Sie oft herbeigeredet werden, finden wirklich historische Ereignisse nicht so oft im Laufe eines Lebens statt, insbesondere solche, die unsere eigenen Biografien auf den Kopf stellen. Mein eigener Lebensweg wurde vor 30 Jahren, ich war damals 11 Jahre, vielleicht nicht auf den Kopf, aber doch vom Kopf auf die Füße gestellt. Als Zwickauerin, die im Plattenbaugebiet groß geworden ist, als Tochter einer Mutter, die im Dreischichtsystem in der Textilbranche gearbeitet hat und als Tochter eines Vaters, der als Ingenieur an der Produktion des Trabants beteiligt war, bin auch ich dank der friedlichen Revolution vor 30 Jahren heute sächsische Staatsministerin der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung und darf heute vor Ihnen reden im Deutschen Bundestag, im vereinten Deutschland, im vereinten Berlin. Ja, Justiz, Demokratie, Europa, Gleichstellung. Keines dieser Themen wäre mit der DDR nach unseren heutigen Werten kompatibel. Die DDR ist vor über 30 Jahren zu Recht am Urteil ihrer Bevölkerung gescheitert. Und diese Menschen, die dieses Urteil gefällt und eigenständig umgesetzt haben, sind heute Teil der Bundesrepublik. Und inzwischen sind rund 30% der deutschen Bevölkerung nach dem 3. Oktober 1990 geboren. Ein Drittel hat nie das geteilte Deutschland gekannt. Die DDR ist Geschichte und sie wird es immer mehr. Und diesen jungen Menschen, denen müssen wir erklären, was in ihrem Land damals passiert ist, was wir gelernt haben, warum auch die Befindlichkeiten so sind, wie sie sind, warum die historischen Leistungen der Wiedervereinigung höchste Anerkennung verdient. Ja, Anerkennung. Anerkennung ist schon ein fast toxisches Wort in dieser Debatte. Manch einer im Osten fordert sie seit Jahrzehnten ein. Und das, was er daraufhin bekommt, wirkt manchmal wie ein Westpaket zu DDR-Zeiten. Ja, es sind viele gute Sachen drin, aber das wirkliche Leben, das bleibt davon gefühlt unberührt. Und dabei ist es doch offensichtlich, zum ersten Mal in der deutschen Geschichte hat eine entschlossene Bevölkerung friedlich und selbstorganisiert eine Diktatur kollabieren lassen. Sie hat in einer Pseudodemokratie das schärfste Schwert derselben gezückt und diesem Staat, der der Gewalt nie abgeneigt war, ein unblutiges Ende gesetzt. Manchmal, meine sehr verehrten Damen und Herren, manchmal hilft ja der Blick von außen zur Einordnung. Der renommierte britische Historiker Timothy Gordon Ash, der Berater von Margaret Thatcher, resümierte erst kürzlich, dass Deutschland des Jahres 2020 sei das beste Deutschland, das wir je hatten. Ein guter Grund, stolz zu sein? Sind wir stolz? Im selben Gespräch zitierte er eine Umfrage aus Sachsen, meinem Bundesland, nach der 3/4 der Menschen ihre wirtschaftliche Lage als positiv beurteilen, 2/3 aber gleichzeitig sich als Bürger zweiter Klasse wahrnehmen. Man sieht daran, Selbstwertgefühl kann man nicht kaufen. Selbstwertgefühl ist eine Qualität, die wir uns im Osten neu erarbeiten mussten und weiter erarbeiten müssen. Trotz der Tatsache, dass industrielle Strukturen, dass DAX-Konzerne fehlen, dass die Führungskräfte in der Wirtschaft, der Wissenschaft und in den Behörden bundesweit fast ausschließlich mit Westdeutschen besetzt sind, trotz einer gewissen patriarchalen Art der Welterklärung, trotz der Tatsache, dass Renten, Löhne und Gehälter, ja, dass auch die Vermögen im Osten niedriger sind, trotz im Sinne von dennoch, nicht im Sinne von Bockigkeit. Das wünsche ich mir von uns Ostdeutschen, dass wir zeigen, dass wir Systeme verändern können und dass wir diese Fähigkeiten nutzen sollten. Wir sollten uns um die Chancengerechtigkeit unserer Kinder bemühen, um also jene 30%, die gar nicht wissen, wovon wir eigentlich reden, wenn es um die DDR geht, die gar nicht verstehen, was ein Ossi, was ein Wessi ist, die einfach nur hören, dass wir uns sprachlich mit gehässischen Verniedlichungsformen überziehen und dabei gar nicht merken, dass wir uns selber klein machen.
Stattdessen sollten wir die Schubumkehr im Verhältnis zur Macht besser verstehen. Was da oben sitzt und uns regiert, ist nicht mehr der Gegner. Nein, das sind wir selbst. Und das, was wir damals durchgemacht haben, das nennen wir heute Disruption. Und die Eigenschaften, die wir uns in dieser Phase erarbeitet haben, Flexibilität, Durchsetzungsvermögen, Anpassungsfähigkeit, diese sollten wir nutzen, um unseren Einfluss zu erhöhen. So wie wir uns die freien Wahlen damals neu erschlossen haben, begleitet von Eltern, die sich nicht auskannten, die keine Netzwerke, kein Insiderwissen hatten. Wir sind nicht ausgeliefert, sehr verehrte Damen und Herren. Wir können unser Leben frei gestalten. Seit 30 Jahren stellen wir das unter Beweis. Wir sollten ihn vielleicht mal wieder aus der Vitrine der Geschichte holen, ihn in die Hand nehmen und spüren und uns erinnern. Ja, das haben die Menschen in Ostdeutschland geschafft. Dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann bin ich mir auch sicher, dass wir auch uns von ganz alleine darüber im Klaren werden, was wir noch alles schaffen können, wenn wir uns gemeinsam auf unsere Stärken besinnen. Und ich glaube, die Herausforderungen in unserem Land sind groß genug. Vielen Dank. Christian Schmidt, CDU/CSU, ist der nächste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich nehme nichts als gegeben hin. Dieser Satz realisiert sich historisch, manchmal selten, und er hat sich vor 30 Jahren realisiert. Und ich will meinen Vorrednerinnen und Vorrednern zustimmen, die darauf hingewiesen haben, das war eben nicht die Zeit der Kabinettskriege oder Kabinettsfriedensschlüsse, sondern das war die Zeit der bürgerlichen Entscheidung. Und so ist die Bürgerbewegung in der DDR, die Christen, diejenigen, die im Widerstand gegen das dominierende, regulierende, autorisierende, totalitäre Regime gewesen sind, diejenigen, die den Weg nach vorne gebracht haben, die dafür gesorgt haben, dass wir heute da sind, wo wir sein können. Ja, und in der Tat, wir Westler, wir tun gut daran zu sehen, dass der wesentliche Teil dieser Entscheidung im Osten entstand, dass die Bürgerinnen und Bürger im Osten ihr Leben und ihr Pfund in die Schale geworfen haben und sie auch Verantwortung und Response im Westen gefunden haben. Das allerdings sollten wir auch nicht vergessen, und das war nicht mehr selbstverständlich. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich im Jahre 1981 hier demonstriert habe, auf die Dauer keine Mauer, vom Kuratorium Deutsche Einheit, das verballhornt wurde von den Linken im Westen. Da brauchte man gar keine Sozialisten im Osten. Und der Gedanke der deutschen Einheit nach unten gefahren wurde und diffamiert wurde. Der Protagonist, der es am weitesten bis in die deutsche Einheit hineingebracht hat, zeitlich, das war Oskar Lafontaine. Wir sollten uns schon noch mal daran erinnern. Gott sei Dank gab es einen Willy Brandt, der in der Lage war oder versucht hat, zumindest ihm mit dem, was damals Willy Brandt mit Helmut Kohl sehr innig verbunden hatte, nämlich den Gedanken der deutschen Einheit, auch auf diese Freunde der Trennung zu übertragen. Und wir müssen auch danken, insbesondere Europa. Deswegen ist es ja fast symbolhaft, dass die Bundeskanzlerin jetzt im Augenblick im Europäischen Rat den Vorsitz führt, gerade zu dieser Minute, und deswegen dieser Debatte zwar nicht beiwohnt, ihr aber eigentlich einen Akzent setzt, weil wir Europäer sind und bleiben müssen, um, du hast das gesagt, Herr Fraktionsvorsitzender, wir müssen dieses auch uns in der politischen Aktivität bewahren. Wir müssen vor allem denen, seien es die Polen, die angefangen haben, das wackelige Fundament des Sozialismus auf der Linienwerft in Danzig
und in Rom mit einem katholischen Papst zu erschüttern und zum Einsturz zu bringen. An die Ungarn, die mit dem paneuropäischen Picknick und mehr dafür gesorgt haben, dass der Stacheldraht durchschnitten wurde, und an die Tschechen, die als unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger im Balilobkowitz zu Tausenden waren und nicht wussten, wie es weitergeht, geholfen und nicht gebremst haben. Und mancher Tscheche hat geholfen, dass diese Menschen in ihrer schwierigen Zeit auch Unterstützung bekommen haben. Danke an die europäischen Miteuropäer und danke an die, die verstehen, dass deswegen Schwarz-Rot-Gold die Farben der Demokratie sind. Wenn ich vergessen, als wir früher 18. März 1990 die Wahlen, nachdem 89 die Kommunalwahlen so grandios gefälscht worden waren und eigentlich den Ausschlag gegeben hatten, zu sagen, so geht es nicht mehr. Übrigens, Herr Lukaschenko, sag mal, kann dir nur sagen, höre die Signale bei Wahlfälschungen, wohin das führt. Und ich kann mich erinnern, als wir dann in Leuna vorbeifuhren, ja, an Kaminen, an Schloten und an rostiger Industrie, schwarz-rot-gold beflaggt. Das waren keine Farben der Trennung, der Spaltung oder der Herabsetzung anderer. Das müssen manche heute kapieren, um was es geht. Das war das Zeichen der Einheit, der Einigkeit, des Rechts und der Freiheit. Deswegen bin ich sehr dafür, dass wir Einigkeit und Recht und Freiheit auch mit den Nationalfarben viel selbstbewusster nach vorne bringen. Das sind die Farben der Demokratie. Die dürfen wir niemandem anderen überlassen. Wir sind es, die Hammer und Zirkel herausgeschnitten haben, die Bürger in der DDR. Wir haben es mitgetragen und wir haben jetzt in Europa Schwarz-Rot-Gold, das einen direkten Weg von 1848 heute hierher nach Deutschland und nach Europa bringt. Und das ist die wahre Botschaft, die wir haben müssen. Und noch ein weiteres, ein kleines Stück mehr Bereitschaft zu Mut brauchen wir wieder. Wir hatten ein Fenster der Gelegenheit Anfang der 90er, wo wir in Infrastrukturen auch in der Lage waren, Straßen zu bauen, ohne Verfahren 20 Jahre vor und zurück zu haben. Wir versuchen, das wieder zu erreichen. Lasst uns ein Stück Mut gegen diese leider überwiegend westdeutsche, aber von ostdeutschen Komponenten eher noch verstärkte verwaltungsmäßige und politische Behäbigkeit nehmen. Wir brauchen einen neuen Mut für Europa. Wir müssen nach vorne gehen, und das wird in unserem Land auch funktionieren. Und zum allerletzten, es ist ein Tag des Glücks und der Freude. Ich habe heute früh gelesen, heute wäre der Welttag des Lächelns. Naja, was auch immer. Aber eines weiß ich, und da nehme ich mich gar nicht aus. Wir alle, wie wir hier sind, wissen ganz genau, was falsch war und was besser gemacht werden muss. Aber ein Stück der schieren Freude, dass die Freiheit zu ihrem Erfolg gelangt ist und dass wir uns über solche Probleme und manchmal Problemchen unterhalten können, wie wir das heute tun, das dürften wir uns ab und zu doch sehr viel mehr gönnen. Wir sollten dem Thüringer folgen, der mir 1990 gesagt hat, lacht doch einfach und seid froh, es geht in die richtige Richtung. Er sitzt hier nicht im Raum, es war jemand, der nicht im Bundestag sitzt, sondern einfach ein Bürger, der froh war, dass er an der Grenze zu Franken auf einmal nicht mehr von drei Seiten von Stacheldraht und Herr Kollege Schmidt, sondern die Freiheit hatte. Herr Präsident, danke. Dr. Marc Jungen, AfD, ist der nächste Redner. Herr Präsident, meine Damen und Herren, morgen am 3. Oktober vor 30 Jahren wurden die beiden deutschen Staaten wieder vereinigt, oder juristisch korrekt gesagt, trat die DDR dem Geltungsgebiet des Grundgesetzes der Bundesrepublik bei.
Schon dieser Formulierung merkt man an, der 3. Oktober ist als Nationalfeiertag ein relativ technisches, bürokratisches Datum. Der eigentliche Freudentaumel über das Ende der deutschen Teilung hatte sich schon am 9. November 1989 beim Fall der Mauer, beim Sieg der friedlichen Revolution ereignet. Dieses Datum, dem Sturm auf die Bastille vergleichbar, hätte eigentlich unser Feiertag sein müssen, Matthias Platzeck hat es gesagt, wenn es nicht anderweitig historisch derart belastet wäre. Gleichwohl feiern wir morgen natürlich mit großer Freude den Tag der Deutschen Einheit. Manche hier im Saal vielleicht etwas verhaltener. Hier auf der linken Seite, ich zitiere, diejenigen, die derzeit von Wiedervereinigung daherreden, haben aus der Geschichte nichts gelernt. So Hans Eichel, der spätere SPD-Finanzminister, noch im November 89 oder Joschka Fischer im Juni 89. Vergessen wir die Wiedervereinigung, halten wir die nächsten 20 Jahre die Schnauze darüber. Zitat Ende. Welch ein historisches Glück, meine Damen und Herren, dass Sie auf der linken Seite dieses Hauses damals nicht regiert haben. Wir säßen wahrscheinlich heute noch in der Bundeshauptstadt Bonn und würden mit der SED-Führung aus Ostberlin Bruderschaft trinken. Die innere Wiedervereinigung von Ost und West ist noch nicht abgeschlossen, ja. Aber wichtiger noch scheint mir ein anderes. Die Bürger der DDR sind damals nicht nur für die Einigkeit auf die Straße gegangen, unter Einsatz ihres Lebens, sondern auch für das Recht und die Freiheit. Einigkeit und Recht und Freiheit. Nur wenn diese drei obersten Werte, die in unserer Nationalhymne anklingen, mit Leben gefüllt sind, dann blüht das deutsche Vaterland auch wirtschaftlich, dann haben wir auch allen Grund zum Feiern am Tag der deutschen Einheit. Und in dieser Hinsicht, meine Damen und Herren, liegt leider ein Schatten auf diesem 30-jährigen Jubiläum. Nach 15 Jahren Kanzlerin Merkel tauchen mehr und mehr Aspekte der DDR in der Bundesrepublik wieder auf und leider nicht die der Mitmenschlichkeit im Privaten, von denen du sprachst, lieber Tino Chrupalla, sondern eher so, als hätte sich der freie Westen beim Verschlucken des sozialistischen Unrechtsstaats übernommen und würde sich im Hinterrücks immer mehr anverwandeln. Dass ausgerechnet Kohls Mädchen, politische Ziehtochter des Kanzlers der Einheit, diesen Prozess wesentlich vorantreibt, ist eine bittere Ironie der Geschichte, aber wohl kein Zufall angesichts ihrer DDR-Sozialisation. Wieder entwickelt sich eine Staatsideologie wie Weiland der Marxismus-Leninismus, bestehend heute aus Klimareligion und Multikulti-Dogma. Und wieder wird diffamiert und ausgegrenzt, wer es wagt, öffentlich anderer Meinung zu sein. War es damals der Klassenfeind, verbündet mit dem Imperialismus oder Faschismus im Westen, so ist es jetzt, gar nicht so weit entfernt davon, der Rechte oder Nazi, Frau Göring-Eckardt hat es heute ja wieder vorgemacht, oder auch der Klimaleugner, der die verbotenen Gedanken äußert. Wie in der DDR kommen die Medien ihrer Aufgabe einer ausgewogenen Berichterstattung nicht mehr nach, sondern ergehen sich im haltungstreuen, im regierungstreuen Haltungsjournalismus. Statt Karl Eduard von Schnitzler und dem Neuen Deutschland haben wir heute Slomka, Restle, Kleber und Relotius. Sie bauen tagtäglich an einem antifaschistischen Schutzwall in den Köpfen, wie die Mauer im DDR-Jargon hieß, die die Gedanken der Bürger in ideologischen Bahnen halten und abweichende Meinungen dämonisieren soll. Auch die Erhebung der Moral oder besser des Moralismus über das Recht, die permanenten Rechtsbrüche im Namen des vermeintlich Guten, die unter Angela Merkel zur Regel geworden sind, erinnern fatal an die DDR. Rechtens war dort, was der Durchsetzung des Sozialismus diente. Wir sind wieder auf dem besten Weg dahin. Wir müssen zurück zur Herrschaft des Rechts, meine Damen und Herren. Und schließlich der selbstherrliche Regierungsstil von Frau Merkel, der das Parlament immer weiter marginalisiert. Entscheidungen von größter Tragweite und Schädlichkeit für das Land werden von der Legislative doch nur noch abgenickt. Bis auf die AfD sind sich die Parteien hier zumeist einig und ähneln damit immer mehr den Blockparteien der DDR. Sie nennen sich ja auch mit dem Kollektivbegriff demokratische Parteien. Der Gleichklang zur Deutschen Demokratischen Republik fällt Ihnen wahrscheinlich gar nicht auf. Bitte nehmen Sie das Zuhören und Tolerieren anderer Meinungen, das heute hier beschworen worden ist, ernst. Nur dann haben wir nämlich Demokratie. Lassen Sie uns frei und fair den Streit der Meinungen austragen. Dann haben wir wirklich aus der Geschichte gelernt. Vielen Dank, meine Damen und Herren.
Staatsminister Michael Roth, SPD, ist der nächste Redner. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie alle kennen diesen Song. Hinter dem Horizont geht's weiter. Für mich galt das bis kurz vor meinem Abi nicht. Ich bin im sogenannten Zonenrandgebiet groß geworden, 1 Kilometer von der Grenze zur DDR entfernt. Wenn ich aus meinem Schlafzimmer geschaut habe, habe ich auf Stacheldraht, auf Zaun, auf Selbstschussanlagen geschaut. Und Sie können sich nicht vorstellen, wie viel Freude das auch bei uns im Westen ausgelöst hat, als diese Mauer, als diese Grenze fiel. Und es war eine wunderbare Zeit, als wir uns den himmelblauen Opel Ascona von den Eltern meiner Freundin Manuela ausgeliehen haben, um dann Thüringen zu erkunden. Wir sind im Osten hin und her gefahren, weil man kann sich das ja gar nicht vorstellen. 30 Kilometer entfernt war die Wartburg, war Eisenach. Aber ich war da bis zu meinem 19. Lebensjahr niemals. Und dies ist ein Schatz. Und das ist eben nicht nur ein Schatz für die Menschen in Ostdeutschland, es ist auch ein Schatz für uns. Und ich erlebe selber in meiner Heimat in Heringen, in meiner Heimat in Nordosthessen, was uns in diesen 30 Jahren gelungen ist, was uns aber auch noch nicht gelungen ist. Viele junge Menschen bei mir zu Hause, die gehen inzwischen in Thüringen zur Schule, die besuchen großartige Universitäten in Thüringen, in Jena oder auch in Erfurt. Ich selber bin viel öfter in Erfurt, der thüringischen Landeshauptstadt, nicht nur zum Einkaufen, als ich in meiner eigenen Landeshauptstadt in Wiesbaden bin. Unsere Region in Ost und West übergreifend ist vom Kalibergbau geprägt. Wir haben bei mir zu Hause ein Kaliberg, das hat 3 Standorte, eines in Thüringen, 2 in Hessen. 40% der Beschäftigten kommen aus Thüringen. Und im Alltag der Kumpels, unter Tage, über Tage, spielt die Herkunft in der Regel keine große Rolle mehr. Ich bin denjenigen sehr, sehr dankbar, die noch mal daran erinnert haben, dass es ohne das vereinte Europa, ohne die Einbettung der alten Bundesrepublik in das vereinte Europa, diese deutsche Einheit niemals gegeben hätte. Das muss aber mehr sein als ein Lippenbekenntnis in Sonntagsreden oder auch in Bundestagsdebatten. Denn den Wert Europas bemessen wir allzu oft noch zu sehr in Euro und in Cent. Aber Frieden, Stabilität, Solidarität, das Miteinander, dass wir ohne Angst verschieden sein können in Europa, das kann man nicht in Euro und Cent bemessen. Deswegen lassen Sie uns weniger über das reden, was wir Europa geben. Lassen Sie uns viel öfter darüber reden, was Europa uns gibt und schenkt. Und daraus erwächst natürlich auch eine Verpflichtung, dass wir uns besonders anstrengen. Wer aber für sich in Anspruch nimmt, ein Patriot zu sein, der kann nicht gleichzeitig auf Abschottung, auf Nationalismus, auf Rassismus und auf Intoleranz setzen, wie Sie das immer wieder tun. Wer das tut, ist kein deutscher Patriot, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Kollege Baumann, der Zwischenruf, die Hetzer, wird mit einer Ordnung. Ich rufe Sie zur Ordnung. Moment, Vorsicht. So, die Ordnungsrufe des Präsidenten werden nicht kommentiert. Dafür rufe ich Sie zur Ordnung, Herr Kollege Basel. Ja, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ein Volk heißt immer auch ein Europa. Das heißt Zusammenhalt. Das heißt immer auch die Bereitschaft, sich in den jeweils anderen hineinzuversetzen. Und das ist doch auch die Erfahrung, auch die schmerzhafte Erfahrung teilweise, die wir in den vergangenen 30 Jahren gemacht haben. Was ich mir auch als Westdeutscher oder als Grenzgänger immer wieder auch wünsche, ist, dass wir
in noch viel mehr gesellschaftlichen Bereichen, in der Wirtschaft, im Medienbereich, in der Kultur es schaffen, auch ostdeutsche Biografien hervorzustellen. Weil ich glaube, das macht den Reichtum unseres Landes aus. Einheit heißt nicht Einfalt. Einheit heißt Vielfalt. Und gerade diese Vielfalt, die wir auch hier leben und die wir auch vorleben, ist, glaube ich, das größte Geschenk, was wir auch durch die deutsche Einheit bekommen haben. Und wenn es uns dann noch gelingt, dies dann mit einem weltoffenen Ansatz zu verknüpfen, dann wird auch der Auftrag, der sich aus dem Grundgesetz ergibt, nämlich im geeinten Deutschland für ein geeintes Europa einzutreten, noch besser erfüllt. Das ist nämlich die Erwartungshaltung, die viele, viele in Europa und in der Welt an uns hegen. Und das wäre doch ein schönes Geschenk, wenn wir das immer wieder auch in unserer politischen Alltagsarbeit ernst nehmen würden. Vielen herzlichen Dank. Matthias Höhn, Die Linke, ist der nächste Redner. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich so beginnen. Die freie Rede, die freie Meinungsäußerung gehört ohne Zweifel zu den Dingen, die zentral sind für das, was 1989 erkämpft und errungen worden ist. Und alle, die heute so tun, auch in diesem Haus so tun, als sei es heute nicht möglich zu sagen, was man meint, haben entweder keine Ahnung oder vergessen, wie das Leben in einer Diktatur ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die CDU-CSU hat die Debatte heute begonnen mit einer Rede, in der unter anderem die Kollegin aussprach, allen jungen Ostdeutschen würde heute die ganze Welt offenstehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir darüber reden, wo wir stehen und wo wir gesellschaftlich hinwollen, dann müssen wir sagen, was ist. Und dieser Satz stimmt leider nicht. Er mag für die Kinder von Bundestagsabgeordneten gelten, aber für das Kind einer alleinerziehenden Hartz-IV-Empfängerin in Magdeburg-Nord steht die Welt nicht offen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das gehört zur Wahrheit eben dazu. Und wir merken an diesem Problem, wenn wir uns damit auseinandersetzen, eben, dass das, was wir kritisch nach 30 Jahren deutscher Einheit miteinander zu bilanzieren haben, uns auf die Probleme zurückwirft, die wir für die gesamte Gesellschaft miteinander zu diskutieren haben. Würde Sicherheit, Freiheit und Gleichheit für alle zu gewährleisten in Ost und West, das ist das, was wir heute merken nach 30 Jahren deutscher Einheit, was unvollendet ist und an dem wir weiter zu arbeiten haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das führt mich zu dem Stichwort Lebensleistung und Rente. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, liebe Frau Kolbe, eine der Erfahrungen bzw. Schlüsse, die viele Ostdeutsche gezogen haben, ist ja mittlerweile nicht, dass sie realisiert haben, dass sie eine Lohnlücke, eine Rentenlücke zu verkraften haben. Das wissen Sie. Sie haben mittlerweile auch für sich den Haken dran gemacht und gesagt, es ändert sich ohnehin nicht mehr. Und wenn die SPD hier wieder vorne steht und sagt, wir haben jetzt einen Härtefallfonds, und Sie reden über die Reichsbahnerinnen und Reichsbahner, denen jetzt endlich auch mal die Lebensleistung anerkannt werden muss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das, was Sie mit dem Härtefallfonds planen, ist erstens viel zu wenig und zweitens wird es keinem Reichsbahner dabei helfen, dass seine Lebensleistung anerkannt wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen ist meine Bitte, dass wir, es wird ja jetzt viel immer über Lebensleistung geredet, dass wir es dann aber auch ernst meinen und über das ganze Leben der Ostdeutschen reden, über das, was in diesem ganzen Leben geleistet worden ist und es auch anerkennen und nicht nur in Worten, sondern auch materiell. Und dass wir es nicht nur sozusagen politisch das nehmen, was uns gerade passt in einer Debatte zur deutschen Einheit, zur Lebensleistung ostdeutscher Bauarbeiterinnen und Stahlarbeiter gehört nicht nur der mutige Kampf am 17. Juni 1953, sondern zur Lebensleistung der ostdeutschen Bauarbeiter gehört auch, dass sie Millionen Wohnungen gebaut haben. Und erst wenn wir in der politischen Debatte verstehen, dass wir über beides reden müssen, dann haben auch Ostdeutsche das Gefühl, dass über ihr Leben in Gänze gesprochen wird. Und wenn wir das geschafft haben, auch hier im Deutschen Bundestag, dann sind wir der deutschen Einheit ein ganzes Stück näher gekommen. Herzlichen Dank. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, damit kein
damit vollständige Klarheit ist, da der Kollege Pasemann den von mir und dem Kollegen Baumann erteilten Ordnungsruf mit dem Zuruf wie in der DDR verglichen hat, habe ich ihn zur Ordnung gerufen. Und jetzt erteile ich das Wort dem Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Herr Kollege, ich hatte auch darauf hingewiesen, dass Ordnungsmaßnahmen des Präsidenten nicht kommentiert werden. Das war Herr Müller und nicht Herr Glaser. Herr Präsident. Entschuldigung. Damit wir es ganz klar haben. Dann nehme ich den Ordnungsruf für den Kollegen Pasemann zurück und erteile dem Kollegen Müller, AfD, einen Ordnungsruf. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich zurückdenke an die eigenen Erlebnisse, zunächst im Saarland, wo ich gearbeitet habe, und dann nachher in Brüssel, wo ich junger EU-Beamter war und meine Kolleginnen und Kollegen aus so vielen unterschiedlichen Ländern jeden Tag zu mir kamen und voller Begeisterung waren über das, was sich in der damaligen DDR abgespielt hat, dann war das nicht nur eine historische Leistung, sondern es war auch eine klare Erwartung, die Millionen von Menschen, die den Kommunismus und die Diktatur besiegt haben, an uns gestellt haben. Es war die Hoffnung auf Einheit und Freiheit und Demokratie, aber auch der Wunsch nach lebenswerter Umwelt, nach sozialer Sicherheit, nach guter Infrastruktur und nach wirtschaftlichem Wohlstand. Und deshalb ist die deutsche Einheit erst dann endgültig vollendet und endgültig gelungen, wenn wir in diesem magischen Sechseck die Ziele alle erreicht haben. Und es ist unglaublich viel in dieser kurzen Zeit gelungen. Aber wir haben eben im wirtschaftlichen Bereich vieles erreicht und auch noch einigen Nachholbedarf. Einer der größten Probleme war seinerzeit das Fehlen eines starken Mittelstandes. Und damals gab es, und das ist eines der Wunder der deutschen Einheit, Menschen in den neuen Ländern, deren Eltern und Großeltern selbstständig waren, die ihre verstaatlichten Unternehmen wieder zurückgekauft haben. Es gab Menschen, die aus anderen europäischen Ländern in die neuen Länder gekommen sind. Einer von Ihnen sitzt heute hier bei uns im Deutschen Bundestag, Kees de Vries, ein niederländischer Staatsbürger, der nach Sachsen-Anhalt ging, der dort eine Landwirtschaft übernommen und erworben hat und der später als deutscher Staatsbürger in den Deutschen Bundestag gewählt worden ist. Wir haben, wenn wir uns ansehen, wie viele junge Menschen aus Ostdeutschland heute erfolgreiche Manager, erfolgreiche Unternehmensgründer, nicht nur im Osten, auch im Westen sind, dann haben wir allen Stolz darauf, auf den allen Grund, auf den neuen starken Mittelstand, der dort entstanden ist, stolz zu sein und dies in die Anerkennung dessen, was erreicht worden ist, mit einzubeziehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, wir haben heute in den neuen Ländern, Regionen Dresden, Leipzig, an denen sich viele in den alten Bundesländern ein Vorbild nehmen können. Wir haben heute moderne Unternehmen, leistungsfähig, in ganz Europa und weltweit. Aber es gibt, wie übrigens auch in den alten Bundesländern, immer noch Regionen, die abgehängt sind, die benachteiligt sind. Und deshalb ist eine Zahl, dass das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt von ursprünglich 43% des Westdeutschen auf inzwischen 79% gestiegen ist. Zwar eine gute und positive Entwicklung, aber vielen Menschen in Mecklenburg-Vorpommern oder in bestimmten Regionen in Sachsen, dort wo die industrielle Basis eben nicht vorhanden war, beklagen sich über fehlende Perspektiven. Und das bedeutet, dass wir auch eine Verantwortung haben, diesen Menschen Perspektiven zu geben, dazu beizutragen, dass dort neue wettbewerbsfähige Strukturen entstehen. Wir haben mit dem Strukturstärkungsgesetz im Hinblick auf den bevorstehenden Ausstieg aus der Kohleverstromung in den nächsten Jahren eine hervorragende Ausgangsbasis, damit in die Infrastruktur weiter investiert werden kann, damit neue Industrieansiedlungen entstehen kann. Wir haben im Rahmen der innovativen Industriepolitik des Bundes mitgeholfen, dass die BASF-Ansiedlung in Schwarzheide zur Produktion von Kathoden gelingt.
Ich möchte mich ausdrücklich bedanken bei allen Politikern in Brandenburg, die mitgeholfen haben, dass die Tesla-Ansiedlung gelingt, die Batteriefertigung von Kattel in Thüringen. Wir haben Bundesbehörden in Leipzig angesiedelt, die Agentur für Sprunginnovationen, und gerade in den letzten Monaten vom Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, dem BAFA, in meinem Geschäftsbereich über 150 neue Arbeitsplätze in Weißwasser, wo für ganz Deutschland die Gebäudesanierungs- und Heizungserneuerungsprogramme administriert werden. Wir werden in den nächsten Monaten dafür sorgen, dass wir unsere Zusagen einhalten. Wir werden dafür sorgen, dass die Marktwirtschaft auch dort eine Chance erhält, wo es an den Akteuren fehlt. Und wir werden uns nicht darauf konzentrieren, alte und überkommene Strukturen zu erhalten, sondern wir werden die wettbewerbsfähigen Strukturen der Zukunft in den Blick nehmen. Im Bereich der erneuerbaren Energien, im Bereich der Produktion von klimaneutralem Wasserstoff, im Bereich der künstlichen Intelligenz und der Digitalisierung. Dresden ist heute eine europäische Hauptstadt der Halbleiterproduktion und der digitalen Technologien. Wir erleben, dass überall dort, wo solche neuen Kerne entstehen, dann auch Zukunft entsteht und dass die Menschen sich dann nicht mehr an den populistischen, Parteien von rechts oder links orientieren, sondern dass sie dazu beitragen, dass ihre Region, dass ihre Gemeinde, dass ihre Stadt eine Zukunftsperspektive hat. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ja richtig, dass es in den neuen Ländern weniger Zentralen großer Konzerne gibt. Es ist richtig, dass es in den neuen Ländern teilweise weniger gut bezahlte Arbeitsplätze gibt. Aber es ist kein Naturgesetz, dass dies auf alle Zeiten so bleibt. Ich bin überzeugt, dass wir die Zukunft in den neuen Ländern nicht dadurch gewinnen, dass wir versuchen, die Defizite immer nur zu verkleistern und zu besänftigen, sondern es wird gelingen, diese Zukunft zu gewinnen, wenn wir selber daran glauben, dass wir in den großen Innovationszyklen der Zukunft als Bundesrepublik Deutschland einen Platz haben. Und wenn wir dazu beitragen, dass in den neuen Ländern, wo man bereit ist, diese Technologien offensiv und mutig anzunehmen und anzugehen, dass dort diese Investitionen gelingen. Ich bin sicher, dass wir regionenübergreifend in Ost- und in Westdeutschland viel Neues schaffen können. Und ich bin überzeugt, dass die meisten Innovationsimpulse von den ostdeutschen Ländern ausgehen werden. Ich hatte vor 14 Tagen die Ehre, eingeladen zu sein bei einem sogenannten Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow, wo viele Mittelständler beisammen waren. Und dort, wo vor 2 Jahren noch die bange Frage war, wie soll es denn weitergehen nach dem Ausstieg aus der Braunkohleverstromung, wie soll es denn weitergehen angesichts der Situation in einzelnen Bereichen, dort war zum ersten Mal Aufbruch spürbar. Aufbruch spürbar, weil wir in einer großen Kraftanstrengung gezeigt haben, dass wir die Substanz unserer Wirtschaft und unseres Mittelstandes auch in der Corona-Pandemie beschützt und bewahrt haben. Aufbruch aber auch, weil wir jetzt endlich über das diskutieren, was für die Zukunft notwendig ist. Und das heißt nicht nur reden, sondern handeln. Sorgen wir dafür, dass Deutschland das Land wird, wo die Digitalisierung eine Heimat hat. Sorgen wir dafür, dass Deutschland das Land wird, wo man den Mut hat, autonomes Fahren auszuprobieren. Sorgen wir dafür, dass wir in Ostdeutschland bei der Produktion von klimaneutralem Wasserstoff europaweit führend und anerkannt werden. Ich bin überzeugt, dass wir die deutsche Einheit damit ein ganzes Stück ihrer Vollendung entgegenbringen. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Eberhard Brecht, SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, für mich ist der morgige Tag ein besonders emotionaler Tag. Ja, ich gehöre zu den politischen Fossilien, die den
Einigungsvertrag als kleines Rädchen in der Volkskammer, der ersten frei gewählten Volkskammer, mitgestaltet haben und dann auch in dem vereinten Deutschland, im Deutschen Bundestag, weiter an der Vollendung der deutschen Einheit mitarbeiten durfte. Ich möchte aber an der Gelegenheit auch noch zwei Gäste auf der Tribüne begrüßen. Jetzt sind sie nicht mehr da, aber zumindest eben noch an Wolfgang Thierse und Markus Meckel erinnern, die auch einen großen Anteil an diesem Prozess hatten. Ja, wir Ostdeutschen dürfen schon stolz sein auf das Erreichte der vergangenen 30 Jahre. Und was mir ein bisschen in der Debatte gefehlt hat, war noch einmal das Dankeschön an die Westdeutschen, die uns mit Solidarität in diesem Prozess begleitet haben. Und doch bewertet heute nur die Hälfte der Ostdeutschen die deutsche Einheit positiv. Sind wir Ostdeutschen undankbar? Was ist passiert? Zunächst einmal, die Menschen, die nach 1945 in der amerikanischen, französischen oder britischen Besatzungszone lebten, denen wurde die Demokratie geschenkt, manche sagen sogar aufgezwungen. Und wir im Osten haben 1989 mit einer nachholend bürgerlich-demokratischen Revolution Demokratie und Freiheit selbst erkämpft. Die Westdeutschen, ja die ganze Welt, schaute damals bewundernd auf uns. Und mir fehlt manchmal das Verständnis, warum wir nicht damals den zentralen Tag der Revolution, nämlich den 9. Oktober, zum Nationalfeiertag des gesamten Deutschlands erkoren haben. Wo ist dieser Stolz des Herbstes 1989 geblieben? Ja, noch schlimmer, die Wertschätzung demokratischer Strukturen scheinen heute insbesondere in Ostdeutschland zu erodieren. Meist äußert sich dies als eine verklärende DDR-Nostalgie, mitunter aber auch in Form einer rechtsradikalen Protestkultur. Und umso wichtiger ist es, dass wir denjenigen energisch entgegentreten, die unsere demokratische Revolution von 1989 heute in eine nationalistische Erhebung umzudeuten versuchen. Es gibt eine Reihe von Menschen, denen es schwerfällt, diesen Stolz auf die Revolution zu entwickeln. Und wenn dann noch das Gefühl dazukommt, eigene Lebensleistung wird nicht wertgeschätzt, und wenn dann noch dazukommt, dass eine Lebensstandarderwartung nicht erfüllt wird, dann kann man sich sehr wohl gut erklären, dass sich auch etliche Ostdeutsche als Verlierer des Einigungsprozesses verstehen. Und ich denke, unsere Aufgabe als Politiker ist es nicht, heute eine Analyse der Fehler des Einigungsprozesses vorzunehmen. Das können die Historiker machen. Unsere Aufgabe ist es, die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse nach vorne zu treiben. Von Ungleichheit ist vor allem der ländliche Raum der ehemaligen DDR betroffen. Ohne Frage. Nach wie vor erkennt man an der geografischen Verteilung des Bruttosozialproduktes, dass es den ländlichen Regionen des Ostens an der notwendigen Wirtschaftskraft fehlt. Wo es keine Wirtschaft gibt, gibt es keine Jobs, und wo keine Jobs mehr gibt, wandern die Menschen ab. Und Peter Altmaier hat eben in seiner Rede zu Recht darauf hingewiesen, dass wir gerade in dem ländlichen Raum Wirtschaft wieder ansiedeln müssen. In Zeiten eines radikalen Strukturwandels in der Wirtschaft durch Digitalisierung und wäre es nicht zielführend, nun für den ländlichen Raum allein auf Produktionsformen von gestern zu setzen. Wir benötigen daher auch in den strukturschwachen Regionen wissensbasierte Unternehmen, die der Globalisierung und dem Strukturwandel gewachsen sind. Im Bericht der Regierungskommission Gleichwertige Lebensverhältnisse wurden einige gute Förderprogramme zur Stärkung der Innovationskraft im Osten benannt. Sie verfehlen aber dort ihre Wirkung, wo diese Wirtschaftsstrukturen wie eben im ländlichen Raum gar nicht mehr existieren. Mit dieser Strategie werden sich vor allem die Speckgürtel um die Metropolen herum verbreitern. Ergänzend benötigen wir vor allem eine langfristig angelegte Strategie zur Ansiedlung von wirtschaftsnahen Fachhochschulen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen in den mittelgroßen Städten des ländlichen Raums. Auch in den kleineren Städten, das ist ja die Erfahrung, die wir gemacht haben, Westdeutschlands,
konnten wir beobachten, dass um Hochschulen und Instituten der Fraunhofer, Helmholtz oder Leibniz-Gesellschaft herum innovative Start-ups entwickelten und die mit einem beachtlichen Wachstumspotenzial auch dafür sorgten, dass das Umfeld, also auch die kleineren Kommunen um diese Zentren herum, sich entwickelten. Meine Damen und Herren, bei aller Beachtung der wirtschaftlichen Sorgen im Ostdeutschland sollten wir nicht nach Himmelsrichtungen fördern. Den Anspruch auf Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse muss genauso die Krisenregionen Westdeutschlands einschließen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der soziale, aber auch politische Preis von sich verfestigenden Ungleichheiten ist extrem hoch. Daher sollten wir mutig beginnen, Innovationspolitik und Strukturpolitik zusammenzudenken. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Als Nächste spricht für die Fraktion der CDU/CSU die Kollegin Heike Bremer. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, 30 Jahre Wiedervereinigung, das ist für mich ein ganz besonderes Jubiläum, für das ich unendlich dankbar bin. Hätte es die Wiedervereinigung nicht gegeben, wäre ich heute nicht im Deutschen Bundestag und könnte zu Ihnen sprechen. 1990 habe ich mich in der Kommunalpolitik engagiert und ich weiß noch genau, wie dieses Gefühl von Aufbruch in der Luft lag. Man konnte es förmlich spüren, diese Euphorie auf dem Weg in eine neue, aber auch unbekannte Zeit. Vor allem, wenn man bedenkt, wie die Voraussetzungen 1990 aussahen. 40 Jahre Sozialismus hatten ihre Spuren hinterlassen. In unseren Innenstädten, an den Häusern, der Infrastruktur und unserer Umwelt. Die Aufgabe Deutsche Einheit war eine enorme Herausforderung und Aufbauleistung. Ich habe damals die Neuordnung unserer Kommunalverwaltung in Sachsen-Anhalt hautnah miterlebt. Wie groß waren plötzlich die Umbrüche und Veränderungen, die es zu bewältigen galt? Ohne die Unterstützung unserer Nachbarn aus Niedersachsen wäre dies nicht so möglich gewesen. Dafür möchte ich an dieser Stelle noch einmal Danke sagen. Auch die Städtepartnerschaften, die unsere Kommunen seit 1990 bis heute intensiv pflegen, zum Beispiel zwischen Blankenburg und Wolfenbüttel oder Halberstadt und Wolfsburg, sind für mich ein gelebtes Zeichen deutscher Einheit als Gemeinschaftsleistung von Ost und West. Mein Wahlkreis ist der Harz. Er verläuft genau entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze. Zum 3. Oktober, also morgen, finden dort zahlreiche kleine Veranstaltungen mit den Partnergemeinden statt. Ich werde morgen bei einer Gedenkfeier auf dem Gipfel des Brockens sein, einem ganz besonderen Ort, der früher als Sperrgebiet weder von West und Ost erwandert werden durfte. Heute steht der Brocken als Symbol der Einheit und darauf bin ich sehr stolz. Es ist mir aber ganz besonders wichtig, den Blick meiner heutigen Rede nicht ausschließlich auf das Vergangene zu richten. Schließlich können wir unendlich stolz sein auf das, was wir gemeinsam erreicht und aufgebaut haben. Wir verfügen heute über eine moderne, mittelständisch geprägte Wirtschaft, eine gut ausgebaute Infrastruktur, zum Beispiel die A36 als neue Autobahn, eine wichtige Verbindung zwischen Ost und West. Massive Umweltschäden wurden beseitigt. Die Städte wurden saniert und viele Fachwerkhäuser, wie bei mir im Harz, liebevoll restauriert. Investitionen in den Tourismus bringen Menschen aus allen Teilen Deutschlands zu uns. Der Harzer Tourismusverband vermarktet die Region als Ganzes über 3 Bundesländern hinweg. Auch der gemeinsame Nationalpark Harz entstand aus dem erfolgreichen Zusammenschluss der Nationalparks in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Ich könnte noch zahlreiche weitere Beispiele aufzählen, aber meine Redezeit reicht dafür nicht aus. Wichtig ist mir sicher herauszustellen, wie viel Erreichtes, Vollbrachtes und Gelungenes wir sehen. Wer mit offenen Augen durch die neuen Bundesländer fährt, der sieht, wovon ich spreche.
Gemeinsam ist es uns gelungen, dass aus dem wiedervereinigten Deutschland inzwischen eine gut funktionierende, vielfältige und, das sehen wir gerade in Corona-Zeiten, krisenfeste Einheit geworden ist. Natürlich müssen wir am Ende zusammenwachsen, müssen wir am Zusammenwachsen immer wieder arbeiten. Unsere deutsche Einheit ist kein Zustand, sondern ein fortwährender Prozess. Und ich finde es gut und richtig, dass wir den Herausforderungen beim Zusammenwachsen 30 Jahre nach der Wiedervereinigung nicht mehr nach Himmelsrichtungen begegnen, sondern nach Notwendigkeit mit einem gesamtdeutschen Fördersystem. Auch in den Teilen der alten Bundesländer gibt es strukturschwache Regionen. Auch hier müssen wir die Zukunftsthemen angehen, die den Menschen unter den Nägeln brennen. Bildung, Digitalisierung, Gesundheitsversorgung, die Zukunft der ländlichen Räume, um nur einige zu nennen. Unsere deutsche Einheit ist ein Auftrag für uns alle, egal in welchem Bundesland wir leben. Und es ist an der jungen Generation, diese wichtige Aufgabe weiterzuführen. Die jungen Menschen haben es nicht anders kennengelernt und sind heute in einem vereinten Deutschland zu Hause. Wichtig ist, dass wir die Erinnerungen an unsere Vergangenheit immer wachhalten. Denn unsere Demokratie und das gemeinsam Erreichte sind ein hohes Gut. Das wird besonders deutlich, wenn wir in andere Länder dieser Welt schauen. Dessen sollten wir uns stets bewusst sein. Meine Damen und Herren, 30 Jahre deutsche Einheit sind einzigartig in der Geschichte unserer Bundesrepublik. Das ist ein Grund zum Feiern. Und darauf freue ich mich und bin sehr stolz. Lassen Sie uns dieses Jubiläum nutzen, um diesen Stolz vereint nach außen zu tragen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die fraktionslose Abgeordnete Verena Hartmann. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ein Ostdeutscher sagte einmal, die Wessis wissen nichts über uns, aber das erklären sie uns täglich. Ja, diese Erfahrung gab es reichlich, aber es gab auch andere. Ich habe viele Westdeutsche kennengelernt, die sich für unser Land und um die Menschen wirklich interessierten, und es sind Freundschaften entstanden, die ich nicht mehr missen möchte. Nun sind 30 Jahre vergangen. Es ist an der Zeit, Bilanz zu ziehen. Die Ostdeutschen haben sich selbst aus einer Diktatur befreit. Niemand anderem haben sie diese Freiheit zu verdanken. Sie haben sich diesem Staat angeschlossen, ohne Kenntnis, auf was sie sich da einlassen. Für die Menschen bedeutete die Wiedervereinigung pure Freiheit. Die Welt stand ihnen offen. Aber für über 7 Millionen qualifizierte Fachkräfte und Akademiker, die mitten im Leben standen, bedeutete es Arbeitslosigkeit, AMS, Orientierungslosigkeit. Mit der Treuhand durchlebte der Osten die zweite Demontage seiner Industrie. Westdeutschland besiegelte damit unseren wirtschaftlichen Niedergang. Seitdem hängen wir am Tropf Westdeutschlands. Und das erlebte sein zweites Wirtschaftswunder. Erstens durch den neuen Absatzmarkt im Osten, zweitens durch den billigen Aufkauf ostdeutscher Betriebe und drittens durch den staatlich geförderten Subventionsbetrug. Ein kollektives Gefühl der Ohnmacht entstand. Des Ausgeliefertseins in einem neuen, unbekannten System. Ja, wir haben jetzt Straßen ohne Schlaglöcher und schöne Fassaden, doch gehören sie uns nicht mehr. Unsere Heimat mit ihren Ländereien und Bauwerken sind in westdeutscher Hand. Ostdeutschland ist fremd verwaltet und fremd bestimmt. Und ich frage Sie, meine Damen und Herren, was unterscheidet uns dann noch von einer Kolonie? Doch wir müssen mit den Karten spielen, die wir haben. Jetzt ist es an der Zeit, nach vorne zu gehen und aus der Erfahrung zu lernen. Unser Land ist wunderschön, voller Vielfalt, mit großen Nationalparks und vielen Weltkulturerben. Erinnert euch, wer ihr seid und woher ihr kommt. Wir haben allen Grund, stolz auf uns zu sein. Wir haben gelernt, durchzuhalten und immer wieder aufzustehen. Wir sind sehr gut ausgebildet, hochgradig flexibel und können aus wenig viel machen. Wir haben jetzt blühende Landschaften.
und alle Voraussetzungen, um nach 30 Jahren unser Schicksal wieder in die eigenen Hände zu nehmen. Selbstbestimmt. Wir sind nicht satt. Wir sind hungrig. Vielen Dank. Vielen Dank. Letzter Redner in der Debatte ist für die Fraktion der CDU-CSU der Kollege Andreas Lemmel. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Geburtstagstermine meiner Familie, mein Hochzeitstag und der 3. Oktober, das sind die Termine in jedem Jahr, wo es sich lohnt, eine ordentliche Party zu organisieren. Und das sollten eigentlich alle machen, anstatt im Prinzip jeden Tag nur Probleme zu wälzen. Meine Damen und Herren, ich habe genau 30 Jahre, also genau die Hälfte meines Lebens, habe ich in der DDR verbracht und konnte dann zum Glück die andere Hälfte des Lebens, und ich hoffe, es kommen noch ein paar Jahre dazu, im Verein Deutschland verbringen. Und meine Damen und Herren, es klingt ja immer mal so an, das war ja alles nicht so schlimm damals. Ja, ich habe das ja in verschiedenen Reden heute auch gehört. Das mag zwar sein, wenn ich zurückblicke und so an die Zeit denke, die ich verbracht habe mit meiner Familie und mit meinen Freunden am Biertisch, beim Skatspielen und sonst was, war das richtig. Aber das ist eben nur die halbe Wahrheit oder weniger als die halbe Wahrheit, meine Damen und Herren. Wenn ich an meine Schulzeit denke, wenn ich an meine Studienzeit denke oder die Zeit, die ich auf Arbeit verbracht habe, da sieht die Welt eben anders aus. Da sah die Welt anders aus. Politischer, ein permanenter politischer und gesellschaftlicher Druck, Diskriminierung und Benachteiligung und ständige Bespitzelung Andersdenkender, zu denen ich damals auch gehört. Eine permanente Mangelwirtschaft, eine unerträgliche Luftverschmutzung, gerade jetzt, wo die Heizperiode wieder beginnt. Die Elbe in Dresden, ein stinkender Strom durch die Landschaft. Der Kampf um eine brauchbare Wohnung, wer sich daran vielleicht noch erinnert, keine Reisefreiheit, aber es gab eine Straßenbahnfahrt für 20 Pfennige. Und das wurde uns ja schon in der Schule gelehrt. Das ist der Unterschied zwischen der glorreichen Zukunft des Sozialismus und dem faulenden Kapitalismus, dass man in der DDR für 20 Pfennig Straßenbahn fahren durfte. Nur das Problem war, die Straßenbahn kam nicht immer, weil es fehlte mal wieder ein Ersatzteil, das nicht beschafft werden konnte. Oder der Straßenbahnfahrer war vielleicht 14 Tage vorher gerade in den Westen ausgereist. Also so viel mal zur Realität, meine Damen und Herren. Und das sollte man auch nie vergessen. Und gerade deswegen, wenn man das alles zusammenrechnet, ist eben der 3. Oktober für mich ein Tag des Feierns. Das Probleme wälzen haben wir dann, können wir vorher machen, und das können wir dann spätestens am 4. wieder beginnen. Und meine Damen und Herren, wir haben ja heutzutage nun zu solchen Festtagen, es gibt ja Fluten von Büchern und Filmen und Diskussionen, und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist voll. Alle wollen nur herausfinden, was ist denn der Unterschied zwischen den Ostdeutschen und den Westdeutschen. Und natürlich der Ossi, der seltsame Wesen, was ist denn das für einer? Meine Damen und Herren, und ich sage Ihnen ein was, das geht mir am meisten auf die Nerven bei der ganzen Diskussion, weil warum kümmert sich denn niemand darum, was der Unterschied ist zwischen dem Bayer und dem Holsteiner oder im Rheinländer und dem Pfälzer oder vielleicht, um es noch ein bisschen kleiner zu schneiden, zwischen dem Kölner und dem Düsseldorf. Das ist ganz normal, meine Damen und Herren, ja? Aber der Ossi, der muss herhalten, wobei es ja gar keinen Ossi gibt. Ja, es gibt nämlich in Ostdeutschland genauso Sachsen und Brandenburger und Thüringer und Mecklenburger, und die sind alle ganz verschieden. Also es ist ein Schwachsinn hoch fünf. Das muss einfach, ist nur Geldbeschaffung für Psychologen und andere Menschen, meine Damen und Herren. So. Und es ist aber auch schon oft gesagt worden heute von dem Pult, und ich glaube, das ist das Wichtigste. Die deutsche Einheit ist ein Projekt aller Menschen in Deutschland. Alle, die sich dazu bekennen, haben zu diesem Erfolg beigetragen. Und die deutsche Einheit hat unser Land stärker gemacht, und es hat es vielfältiger gemacht. Und das ist, glaube ich, der Erfolg, den uns von allen anderen im Ausland immer wieder auch erklärt hat. Wie macht denn ihr das? Es gibt Länder wie Taiwan oder Südkorea, die haben eigene Regierungskommissionen, die
streuseln hier schon seit Jahren durch Deutschland, um zu gucken, wie haben die denn das gemacht mit der Wiedervereinigung? Sind das Modelle oder können wir uns vielleicht auch bei uns darauf vorbereiten, auf solche möglichen Wiedervereinigungen? Also insofern ist es ein Erfolgsmodell. Und meine Damen und Herren, aber es gehört natürlich zur historischen Wahrheit, dass verschiedene Parteien das verschieden gesehen haben. Und da gab es mal einen Oskar Lafontaine, ja, der hat gesagt, das Wenigste, was wir jetzt brauchen, ist die deutsche Einheit. Und dann gab es mal einen Steinewerfer, Joschka Fischer, der hat den Ostdeutschen die Banane hingehalten, um damit sozusagen zart zu dokumentieren, was er von den Ostdeutschen hält. Und das haben wir auch alle nicht vergessen, meine Damen und Herren. Und wenn heutzutage, nämlich morgen, in Dresden der Festakt zum 30. Jahrestag der deutschen Einheit stattfindet, und demokratische Parteien, die heute alle erzählt haben, wie wichtig Toleranz und Meinungsfreiheit ist, diesen Festakt boykottieren, nämlich SPD, Grüne und Linke. Und es spricht dort ein gewählter Volksvertreter, meine Damen und Herren. Da frage ich mich schon wirklich, was Reden und Handeln, wie das zusammenpassen kann. Also insofern gibt es eine Menge Widersprüche, auch in der heutigen Debatte. Und ich kann Ihnen nur ein was sagen, die CDU-CSU war die Partei der deutschen Einheit, die CDU-CSU ist die Partei der deutschen Einheit. Und deswegen können Sie sehen, die Kollegen unserer Fraktion sitzen alle mit einem Lächeln auf den Lippen und einem fröhlichen Gefühl im Herzen auf ihren Sitzen und warten eigentlich nur, dass sie heute nach Hause gehen können, damit sie sich für die Feiern für morgen vorbereiten können. Also, einen schönen Tag für alle. Vielen Dank, Herr Lemme. Bevor Sie alle zum Feiern nach Hause schicken, müssen wir hier noch ein bisschen arbeiten. Ich beende die Aussprache über 30 Jahre deutsche Einheit. Wir setzen die Haushaltsbehandlung.